Ja, hallo zusammen und willkommen zum nächsten Durchgeblättert. Nummer 55, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Und wir sind im Juli 2002 angekommen. Das heißt, wir sind noch mitten im Sommer. Gut, Sommerflaute. Sei jetzt mal dahingestellt, in den letzten Ausgaben waren sind zwar nicht so viele Hochkaräter dabei, aber doch schon der ein oder andere und vor allem auch, glaube ich, viele recht solide Spiele, die leider in Vergessenheit geraten sind. Hier erwartet uns auf jeden Fall Tony Hawk 4, zumindest die Preview-Version, mein Gott. Resident Evil, was ist das? Ach, Online-Projekt, das ist Resident Evil Outbreak, okay. Silent Hill 3, was auch sehr hart gemarketingt wurde, als die DVD hier auch dazu rauskam. Da müsste ungefähr ein Jahr später sein, glaube ich. Ich glaube, ab März 2003. Das heißt, dann habe ich bald die doppelte Aufnahmedauer, okay. Metal Gear Solid 2 Substance und Tom Clancy's Ghost Recon, wo ich den zweiten Teil von gespielt habe, der eigentlich ganz geil war. So, was haben wir hier? V-Rally 3. Uninteressant, natürlich wieder ein Rallye-Spiel, ne? Ich versuche jetzt nicht hier durchzuheizen, ne? Aber ich habe festgestellt, die letzten Videos, die wurden immer länger, ne? 1 Stunde 17, weil ich verliere mich so gern in alter Scheiß. Und, Alter, wenn ich mir das jetzt schon wieder angucke, wie günstig die Spiele hier sind, ne? Bomberman, wie heißt das? Fantasy Ways. Guck mal bitte bei eBay, das kostet, weil ich schätze mal, das wird richtig teuer sein. Ich stelle gerade fest, ich habe noch einen Kaugummi im Mund. Scheiße, warte mal. So, runtergeschluckt. Nee, weil das wird wahrscheinlich richtig teuer sein. Könnte ich mir richtig gut vorstellen. Weil erstmal wahrscheinlich ein relativ spätes Spiel. Und halt so ein Japano-Gedöns. Die sind meistens teuer geworden. Ansonsten, was haben wir hier noch? Witness Dance Beat für 40 Tacken, ne, schon günstig. Und Lilo und Stitch Zoffer Hawaii. Das ist auch, glaube ich, ein Crash Bandicoot-Klon gewesen, in Anführungsstrichen Klon. Zumindest von der Art und Weise her, wie man die Charaktere gesteuert hat, wirkte das schon so ein bisschen wie Crash Bandicoot. Das habe ich damals eigentlich sogar sehr gerne mit meiner Nichte gezockt, die 2003 geboren wurde. So. Ah, Inhaltsverzeichnis weiterspringen. Was haben wir denn hier noch? Sonys neuer Memory Stick wird PS2-kompatibel. Ach so, weil Sony damals so viele Kameras wahrscheinlich gemacht hat. Ja, Sony hat ja sowieso immer so eine Eigenart, eigene Wechselmedien und Speichermedien zu generieren. Es gab auch, habe ich festgestellt, vor nicht allzu langer Zeit für Kameras, glaube ich, diese Super 8 Videokassetten, wofür man, glaube ich, auch extra ein Abspielgerät brauchte, jetzt mit einer normalen Videokassette oder mit dem normalen Videorekorder jetzt nicht abzuspielen waren. Dazu kam natürlich noch für die PSP diesen Magic Stick Duo Gedöns, was auch so eine eigene Speicherkarte war, genau wie die für die PS Vita. Und ich kann mir vorstellen, für die Digitalkameras haben die genauso ein Ding rausgebracht. Gut, der Vorteil ist dann halt, man kann es halt innerhalb von den einzelnen Sony-Geräten dann wahrscheinlich tauschen. Der Nachteil ist nicht da, aber bei normalen Speicherkarten können wir das eigentlich auch machen. Aber okay, ne? Sony ist da vielleicht ein bisschen eigen. GTA Vice City exklusiv für PlayStation 2, war das so? Da bin ich mir gar nicht sicher, ne? Also es gab auf jeden Fall eine PC-Version, das kann aber auch sein, dass sie später rausgekommen ist. Ob es eine für Xbox gab, weiß ich gar nicht. Gute Frage. Aber Vice City auf jeden Fall ein richtig geiles Spiel und in den kommenden Monaten werden wir wahrscheinlich auch irgendwann mal den Test bzw. mal so ein paar Preview-Sachen da mal sehen. Und da werde ich erstmal ein bisschen mehr darüber erzählen. Enter the Matrix habe ich damals nicht gezockt, habe ich aber vor, ich glaube letztes oder vorletztes Jahr, glaube ich, Let's Played. War ein sehr durchwachsenes Spiel, muss ich sagen. Aber natürlich war hier der absolute Matrix-Hype noch drin. Ne? Der erste Teil ist halt rausgekommen, der zweite Teil war, glaube ich, dann zu dem Zeitpunkt irgendwo in den Startlöchern. Ich glaube, der ist so 2003, 2004 rausgekommen. Und dann ein Jahr später, glaube ich, der dritte Teil, wo der zweite und dritte Teil, glaube ich, ziemlich schlecht angekommen sind. Ich weiß es nicht mehr genau. Ich habe die Filme noch nie bewusst geguckt. Den ersten Jahr, Teil 2 und Teil 3 nicht. Aber ich hatte einen sehr, sehr guten Kollegen, der Kollege, der auch damals an jedes PlayStation 2 Spiel herankam, der, ja, sehr viel Matrix geguckt hat damals. Und der kannte alles aus. Der hat sich so mit der Materie beschäftigt, der hat mich damit so genervt. Aber auf einer anderen Seite hat es mich dann doch ein bisschen gereizt. Ja, Tender is Back, Driver 3 kam auch raus für Xbox und PlayStation 2 auf jeden Fall. Ghost Vibration war, glaube ich, war das ein Ego-Shooter oder ein Lightgun-Shooter? Ich bin mir nicht ganz sicher. War auch nicht so gut, hat, glaube ich, irgendwie so 57%ige Bewertung gehabt. Aber es hat mich trotzdem irgendwie gereizt, weil es da auch um Geister ging und mir die grafische Darstellung eigentlich gefallen hat. Weil ich habe ja gesagt, bei Project Zero Geister uninteressant, aber die grafische Darstellung fand ich da irgendwie ein bisschen nicer. Ja gut, aber das kommt dann auch noch auf uns zu. PlayStation 2 Linux-Kits, ja gut, für Festplatten-Junkies, ne, die da ein Betriebssystem für brauchen. Für mich also uninteressant. Kein Shox auf der E3. Was ist denn Shox? Ach, eine Action-Rally-Spiel. Okay, gut, sagt mir nichts. Vielleicht ein bisschen Richtung Carcom mit? Was ist das? Alonda? What? Das kenne ich jetzt aber auch nicht. Legend of Alonda. Kam das jemals raus, das Spiel? Ich habe keine Ahnung. Aber wie gesagt, immerhin kein Black and White mehr, was hier beworben wird, ne? So, was haben wir denn hier noch? Japanische Messer schneiden besser. Das reimt sich. Ach, das sollte ein Last Ninja Remake sein, oder was? Okay. Das ist, glaube ich, auch nie rausgekommen. Ne? Aber das wird auf jeden Fall nicht Ninja Gaiden sein.
Ja, Last Ninja war auf jeden Fall ein Klassiker für C64 und ich glaube auch für den Amiga kam das, glaube ich, auch raus. Was so ein ja, isometrisches Ninja-Spiel war. Klar, 80er, Anfang 90er waren Ninjas natürlich immer der Shit und ich mochte Ninjas sehr, sehr gerne. Und das sollte wahrscheinlich so eine Art Reboot werden, aber ich glaube, der ist niemals rausgekommen. Ich bin mir da jetzt auch nicht zu 1000% sicher, aber ich meine, der ist nicht rausgekommen. Okay, E3 bleibt in L.A., das heißt E3, die damals größte, glaube ich, Videospielmesse, die es gab, ja, war immer in L.A. und ich glaube, die ist auch bis zuletzt in L.A. geblieben, oder? Ich bin mir da gar nicht so ganz sicher. EA kauft Blackbox. Was hat denn Blackbox Entertainment gemacht? Okay, NHL 2K für Sega und NHL Hits für Midway. Ja, okay, ist dann weniger Konkurrenz auf jeden Fall. Weil, ne, NHL 2003, sag ich mal, ne, gegen NHL 2K 3 halt. ja, gut, da haben sie auf jeden Fall dann schon mal einen Konkurrenten ausgeschaltet. Ist jetzt nicht unclever. Und das jüngste Werk war Sega Soccer Slam, wo die PlayStation 2-Version wohl eigentlich ziemlich scheiße sein soll, aber die GameCube-Version richtig gut. Ich habe das mal im Adventskalender gezockt und fand es eigentlich ganz witzig. An den Virtua Tennis Killer. Infogrames. Was haben die denn gemacht? Ist ja schon irgendwo der Name bekannt von dem Spiel, weil ich weiß. Ach, mit Slam Tennis, okay. Sagt mir jetzt nichts Slam Tennis, aber wie hieß das andere nochmal? Ah, da gab es wirklich ein Spiel. Das ist aber erst in, ich glaube, Mitte der 2000er rausgekommen. Was wohl wirklich geiler war als Virtua Tennis. Aber Virtua Tennis war schon richtig gut. Das hat mir richtig gut gefallen. Frequency 2 ist dann, glaube ich, Amplitude geworden, ne? Also eins der ersten Spiele von Harmonix. Wo man dann auch so halt taktmäßig, so ein bisschen bemani-mäßig spielen muss. Wobei das Konzept eigentlich sehr, sehr cool war, weil man konnte dann halt immer verschiedene Pfade wählen, wo sich dann die Musik dann auch immer unterschieden hat. Ich bin super schlecht da drin gewesen. Ich habe Amplitude für PlayStation 4, also als PlayStation 2-Version quasi, gezockt und habe echt hart verkackt. PlayStation 2-Controller mit Bluetooth-Technologie. Ja, kann sein, dass da was rausgekommen ist, aber richtig hat das dann, glaube ich, auch erst mit der PlayStation 3 angefangen, beziehungsweise mit der Xbox 360, wo dann halt auch Funk-Controller so gesehen in waren und salonfähig. Was aber auch einfach daran liegt, dass die Fernseher immer größer werden. Man kann halt nicht mehr einen Meter vom Fernseher sitzen, wenn der jetzt halt so wie meiner, keine Ahnung, 60, 65 Zoll groß ist. Weil das zerstört einem zum einen die Augen und das Genick wahrscheinlich. Vielleicht liegt es aber auch an meinem Alter. Das kann natürlich auch sein. Vollgas 2 ist, glaube ich, auch nie rausgekommen. Basiert auf Vollgas, ja, Full Throttle. LucasArts Adventure war es, glaube ich. Und ja, ich glaube, da ist aber nie ein Teil danach nochmal rausgekommen, oder? Also zumindest nicht für die PlayStation 2. Was eigentlich schade ist, weil heutzutage reizen mich die Adventure total. Damals war ich schlicht und ergreifend zu blöd dafür und ich wollte immer Action-Kram haben. Wobei ich immer sehr, sehr gerne bei meinen Brüdern dabei zugeguckt habe, wie die zum Beispiel Monkey Island gezockt haben oder Loom. Kennt doch jemand Loom? Wahrscheinlich nicht, ne? Oder auch auf der anderen Seite beim Christoph die Indiana Jones-Spiele. Habe ich eigentlich alle sehr, sehr gerne geguckt. Und ja, ich versuche ja auch so ein bisschen Zugang zu finden. Discworld habe ich ja schon mal gemacht. Discworld 2 wird jetzt bald kommen, wenn ich beim PC bin. Und ja, ich möchte eigentlich viel, viel nachholen. Soul Calibur 2, richtig geiler Teil im Januar 2003 für PlayStation erhältlich, wahrscheinlich nur in Japan. Ja, Soul Calibur 2 war wirklich eine richtig, richtig geile Weiterentwicklung, fand ich zumindest von Soul Calibur 1. Es war super dynamisch, es hatte einen geilen Modus gehabt, wo man auch wirklich viel Zeit investieren konnte. Man hatte so ein Komplettheitsgefühl, weil man dann auch immer gesehen hat, okay, von 10 Aufgaben hast du jetzt 8 gelöst. Die Aufgaben waren variabel, ne? Also die Voraussetzungen oder besser gesagt die Bedingungen, um zu gewinnen, waren dann auch oftmals andere. Und also ich hatte da richtig viel Spaß mit, auch wenn ich meistens nur mit Mitsurugi gezockt habe. Und das Geile war auch noch, dass wir pro Konsole halt nochmal einen spezifischen Charakter hatten. Für GameCube kam halt Link raus, für Xbox war es, glaube ich, Spawn und für, ja, PlayStation 2 war es Hayashi. Ja gut, der hat da nicht so gut reingepasst, aber es hat zumindest funktioniert. Masters of the Universe kenne ich natürlich aus meiner Kindheit, beziehungsweise eher aus der Kindheit von meinen Brüdern, die sind ein bisschen älter und habe da noch so ein bisschen von gezerrt. War ich nie der große Fan von, muss ich sagen. Ich weiß nur, der Alex, der hatte damals auch noch eine Hörspielkassette, glaube ich, davon gehabt. Und so wie es aussieht, sollte es da wohl irgendwie ein Spiel für geben, denke ich mal, ne? Noch keine genauen Pläne, was die Story des ersten Spiels betrifft. Achso, okay. Sie haben zumindest die Lizenz gekauft, okay. Simplex Schrumpf Graphic Synthesizer, okay. Ja gut, das war wahrscheinlich der erste Schritt zur PlayStation 2 Slim. Das ist eh immer so ein bisschen. Auch ein bisschen auch in Mode gekommen, dass man die Konsole nimmt, die einfach schon existiert, die dann einfach nochmal so ein bisschen optimiert oder ja, verschlimmbessert kann man vielleicht auch sagen. Ich weiß nicht, es kommt immer ganz drauf an. Das hat bei der PlayStation 1 ja schon angefangen mit der PS1, die halt kleiner war. Klar, alles entwickelt sich weiter und man braucht dann einfach wahrscheinlich für die Technik nicht mehr so viel Platz. Bei der PlayStation 2 ging es dann auch weiter, gab es dann auch die Slim-Version, die wirklich deutlich kleiner war. Aber ich glaube auch ein paar Funktionen weniger hatte. Und ja, das war bei der PlayStation 3, da gab es sogar 3 Versionen von. Bei der PlayStation 4, da gab es, glaube ich, nur die Pro und die normale, ne, wenn ich mich nicht täusche. Und bei der 5 kommt jetzt ja auch noch eine Pro raus und ja.
Ich weiß nicht, wofür man die braucht, weil ich find, bin mit der 5 eigentlich super zufrieden, aber wer weiß, was noch für Spiele kommen, ne? Und ich habe jetzt auch noch keinen AAA-Titel, der irgendwie großartig gezockt, der grafisch aufwendig ist. X vs. Severus Ego-Shooter. Kenne ich nicht. Was ist das denn? Okay, das ist ein Film. Okay, X vs. Severus, keine Ahnung. Ja, gut, ist halt ein Film für Software, aber der Film sagt mir gar nichts einfach. Ah, mit Antonio Banderas und Lucy Liu, okay. Ja, okay, keine Ahnung. Ich glaube, da haben wir auch keinen Test, ich kann darüber gar nichts sagen. Und ein Adventure von V-Rally 3 Entwicklern. Ah, okay, das Action-Adventure Kia Fury of Brazil. Ich glaube, das Spiel hieß hinterher zwar Kia, aber ich glaube, der Titel wurde, also der nachfolgende Titel, der wurde dann, glaube ich, gelöscht. Und ja, draußen geht's wieder ab natürlich für eine Mark. Kia ist auf jeden Fall eine weibliche Protagonistin in einem Action-Adventure, die, glaube ich, führt ihn Stock, ich weiß es nicht mehr genau. Wo man, glaube ich, auch ein bisschen kloppen muss, ein bisschen Rätsel lösen muss, ein bisschen Jump-and-Run-Passagen hat. Und das sah eigentlich ganz geil aus, das Spiel. Ich habe es jetzt auch, ich gucke jetzt auch nochmal nach hinten. Ich sehe das Spiel jetzt noch nicht, aber mir fällt direkt nämlich wieder ein, wie es heißt. Das heißt dann nämlich The Dark Lineage, glaube ich. Ich sehe es doch. Da ist es doch, ja. Genau, perfekt. Wenn es das gleiche Spiel ist, dann ist es das wahrscheinlich. Ansonsten zumindest mit dem Untertitel oder... Ja, mit dem Titel kenne ich das Spiel auf jeden Fall nicht. Werden wir auf jeden Fall auch irgendwann dann mal in den folgenden Zeitschriften als Test bzw. als Preview dann auch sehen. So, was haben wir noch? Arcade Action Tennis. Wie viele Tennisspiele da halt rausgekommen sind, ne? Ist ja fast so viel wie Rallye-Spiele. Ist ja unglaublich. Wahrscheinlich haben die Virtual Tennis gesehen, wie erfolgreich das ist, dass da auch viele Nicht-Tennis-Fans das Spiel spielen. Und jetzt wollen sie alle auf den Zug raufspringen. Wie auch bei Tony Hawk damals natürlich, ne? Was ist das denn? Ach, Wanadu. Okay, die haben Project Zero gemacht, so wie es aussieht. Wollen jetzt Tennisspiel machen. Ja, man kann es versuchen, ne? Und No Dope Spiel für Mellis. Ja, ein Spiel auch mit einem Mädel, was einen fetten Hammer schwingt. Was, glaube ich, hinterher auch nicht so gut war. Also, ich glaube, das sollte eigentlich erst exklusiv für die Xbox rauskommen. Ist hinterher auch noch für die PlayStation 2 erschienen, war aber wirklich, glaube ich, eher durchwachsen, das Spiel. Und ja, No Doubt war halt damals auch noch voll dabei. Ich weiß gar nicht, machen die heutzutage noch irgendwas? Oder zumindest Gwen Stefani, die hat sich, glaube ich, dann irgendwann mal solo auf den Weg gemacht. Und ja, war gut, war ich jetzt nicht der große Fan von, aber mich hat No Doubt auch niemals so gestört oder so. Also ist in Ordnung. Final Fantasy The Adventure Bible. Was ist denn da drin? Die Box enthält 3 DVDs, auf denen Hintergrundgeschichten und bisher unveröffentlichte Details erscheinen. Okay, das sind nur Hintergrundinformationen, da sind keine Spiele dabei, aber 110 Tacken, ja gut. Kann man, könnte man machen, habe ich nicht. Wäre eh japanisch gewesen, ich hätte nichts verstanden. Automodelista im Bundle mit Modem, ah okay. Ja, für den europäischen Markt uninteressant, weil ich glaube, die Automodelista ist, glaube ich, ein Rennspiel von Capcom gewesen, kann das sein? Ja, genau, Capcom kommendes Online-Rennspiel. Was, glaube ich, auf Online ausgelegt war, aber in Europa gab es diesen Online-Modus, glaube ich, nicht. Deswegen hat es da auch nicht so gute Bewertungen bekommen. Aber vom Stil her sehr interessant, komplett in Cell-Shading gehalten. Über die Fahrphysik kann ich gerade gar nichts sagen, ob das irgendwie eher simulationslastig war oder arcade-lastig. Aber mich hat die Optik echt angemacht, muss ich sagen. Und ja, das will ich auf jeden Fall auch mir mal angucken, das Spiel. So, was haben wir hier? Release im Juli. Kenne ich da irgendwas von? Nein. Also ich kenne da wirklich gar nichts von. Okay, krass. Knight Rider. Oh, David Hasselhoff. Da ist er. Okay, sollte mal ein Knight Rider Spiel rauskommen. Weiß ich auch nicht, ob das jemals erschienen ist. Also es gab, glaube ich, eins. Das habe ich mal im PlayStation Store gesehen. Das fand ich schon irgendwie sehr merkwürdig, dass da noch ein Knight Rider Spiel rauskam. Aber gut, warum nicht, ne? Wenn man die Lizenz hat, kann man sich ja vielleicht auch noch ein bisschen melken. Aber wenn man bedenkt, was ist die Zielgruppe von Knight Rider, ne? Das ist ja schon... Das ist ja noch vor meiner Zeit gewesen, quasi. Und ich bin ja schon ein alter Sack. Aber gut, wer es braucht, ne? Ich auf jeden Fall nicht. In und Out. Okay, Miroslav Klose, klar, wegen der WM, ist klar. Bogdan, Resident Evil für Gamecube. Ah, okay, das Remake wahrscheinlich vom ersten Teil. Poison the Wall. Und Out ist Heuschnupfen, kann ich mich nur anschließen. Carsten Ramelow, TÜV, ZDF, WM-Berichterstattung und VIA-Chipsätze. Mhm, sagt mir nichts. So, dann machen wir nochmal hier den Wertungsvergleich. Barbarian. Oh, da war die Play aber ganz schön kritisch. Genauso wie bei Britney's Dance Beat. Okay, David Beckham ist in Ordnung. ESPN NBA Tonight. Da waren sie wieder die Besten. Wir sind immer die Schlechtesten oder die Besten, ne? Everblue 24%, ne? Ich meine, der Rest war jetzt auch nicht so gut, aber 24% ist mit Abstand die schlechteste Bewertung. Formel 1, da sticht die Playzone heraus mit 90%, während die anderen eher bei 80% liegen. Frogger, okay, das ist ausgeglichen. Medal of Honor Frontline finden alle geil. Kann ich vollkommen verstehen.
Mike Tyson Heavyweight Boxing für alle. Ah ne, wobei Playzone und Players sagt, ist gar nicht mal so schlecht. Die Play und OPM2 sagen, ja, ist okay. Spider-Man, okay, auch relativ nah dran beieinander, also alle nah beieinander dran. Zwischen 77% und 81%. Wie gesagt, eine Reihe, die ich auf jeden Fall nachholen möchte. Test Drive Overdrive, ja gut, ist ein Rennspiel. Auch, ja, wechselnde Meinungen. Die findet hier eigentlich ganz gut. Und V-Rally 3, ja gut, finden beide sehr gut, die es getestet haben zumindest. Okay, haben wir hier nochmal ein Fahrgestell. Boah, die Dinger, ey, ich denke mir einfach, was, Moment, was sehe ich hier? Preis circa 239 Euro und 1598. Was? Alter, für das Cockpit hier, oder was? Das ist ja auch schon happig, ne? Das Problem bei solchen Gestellen ist, man braucht wirklich Platz zu Hause, ne? Ich habe mir auch so ein Lenkradgestell geholt damals für Gran Turismo 7. Und ich habe mir extra eins geholt, was halt wirklich einklappbar ist. Und mir geht es trotzdem jedes Mal, wenn ich putze, auf den Sack, weil ich das irgendwo hinstellen muss. es ist aber relativ platzsparend, aber trotzdem sehr, sehr stabil verbaut. Hat sehr gut funktioniert, aber trotzdem nervt mich das immer. Und wenn es aufgebaut ist, ist es auch echt nicht klein. Was ist das hier? Memory Expander für PlayStation 2. Was ist das denn? Gibt es noch keine Speicher, die mehr sagen, satte 16 MB erweitern. Ach so, okay. Was ist das denn? Ist das ein Ding, was man in den Slot steckt und dann nochmal die andere Memory-Card auch noch reinsteckt, oder was? Achso, nee, der hat zwei verschiedene Speicher. Ja gut, das kennt man schon von den PlayStation 1 Memory-Cards, die meistens nach 3-4 Monaten alle komplett leer waren oder formatiert werden mussten, weil dann die Komprimierung einfach nicht funktioniert hat. Tja, da habe ich viele Spielstände damals von verloren. Leider. So, jetzt haben wir die Leserbriefe. Final Fantasy X, der Skandal. Ah, okay, da geht es um die PAL-Anpassung für Final Fantasy X. Ich kannte halt nur die PAL-Version damals, oder PAL-Version, wie auch immer. Außer bei PlayStation 1, bei Tekken ist mir halt aufgefallen, dass die NTSC-Version deutlich schneller lief. Und als ich mal die europäische Version gezockt habe, war ich echt schockiert, wie langsam das Spiel noch laufen kann. Aber Final Fantasy X war mir das eigentlich egal, ne? Weil es war ein Rollenspiel, rundenbasiert. Gut, die Charaktere sahen vielleicht ein bisschen gestreckt aus, könnte ich mir vorstellen. Sie sind ein bisschen, oder nicht gestreckt, eher zusammengedrückt. Und die Spielgeschwindigkeit. Okay, beim Rollenspiel kann es schon nerven, wenn man die ganze Zeit Kämpfe hat. Aber ich fand's okay. Mich hat es nicht gestört, weil ich die andere Version einfach nicht kannte. PlayStation 2 bald für 200 Tacken. Okay, das wäre echt günstig. Reine Spekulation, bla bla bla. Man kann immer warten. Schließlich kostet die PS1 jetzt auch nur noch 89 Euro. Alter, das ist echt günstig, ey. Für eine originalverpackte. Hammer. Aber gut, damals hat die auch keiner mehr gekauft, ne? Löcher in den Bauch gefragt. Was haben die da für einen Witz? Achso, okay, da geht es einmal darum, dass die Redakteure sich vorstellen. Das haben wir hinterher, sehen wir die oft genug, wenn sie in den DVDs zu sehen sind. Dragon Ball Z-Prügelspiel kommen noch raus für die PlayStation 2 mit Dragon Ball Z Tenkaichi. Internet-Zukunft uninteressant, aber gab es in Deutschland auf jeden Fall. Habe ich aber überhaupt gar nicht dran partizipiert. Und warum stellt ihr eure Wertung bei Platinum in Sternen dar? Ach, wegen der Nostalgie wahrscheinlich. Punkt 5, könnt ihr das Poster als Extras? Okay, ja gut, Poster fand ich immer, habe ich mich gefreut, aber sie sind meistens kaputt gegangen bei mir, weil ich habe die irgendwo hingegangen und dann, ja, sahen sie hinterher nach einer Woche aus wie Gulasch. Und was ist der Unterschied zwischen Entwickler und Hersteller? Entwickler, der entwickelt wahrscheinlich und der Hersteller, der vermarktet, glaube ich, eher, ne? So war es, glaube ich. PS2 Fahrplan mit Verspätung. Ach, da sind wir die PAL-Balken, ne? Wer kennt sie nicht? Ja, das war halt damals wirklich ein großes Thema. Also mit der PlayStation 3 ist ja, glaube ich, diese regionalen Unterschiede sind ja, glaube ich, weggegangen oder verschwunden. Das heißt, da konnte man, glaube ich, auch amerikanische und japanische Spiele auf der europäischen Konsole spielen. Das gab es damals halt nicht. Man hat es halt umgebaut oder irgendwie einen Weg gefunden, wie man das halt umgehen kann. Und ja, damals, wie gesagt, wenn man es halt nicht kannte, war es nicht schlimm. Meine PlayStation war halt umgebaut, ich konnte den Bildmodus da auch umstellen. Deswegen hatte ich die Probleme dann hinterher glücklicherweise nicht. Aber am Anfang habe ich das wirklich null interessiert, ne? Bis zu 6 Milliarden Spieler online. Was? Das ist aber ja, viel. Was die Möglichkeiten von Dreamcast nur gering sind und Dungeon Browser Dreamcast nicht gerade der Beste ist, aber ich bin und bleibe nun bei Consolero ohne PC. Consolero! Ich will kein PC kaufen. Achso, okay. Warum schränkt er sich denn jetzt hier auf die Dreamcast und nicht auf die PlayStation 2? Ach, und hier nochmal Endgame. Ich finde das Cover auch so unsympathisch, ne? Allein schon, weil die Frau eine Pony-Frisur hat. Ja, ist auch ein Lightgun-Shooter, der durchwachsen war. Ich habe ihn trotzdem geholt, weil so viele Lightgun-Shooter gibt es halt nicht für die PlayStation 2. Und ich will sie, eigentlich will ich sie mal auf jeden Fall alle angucken irgendwann mal. Jo, was kommt denn raus? Freakstyle, ist glaube ich von EA Big gewesen, das Motocross-Spiel. Herdringe, die zwei Türme, ein richtig geiles Spiel. Mortal Kombat Deadly Alliance, auch das Reboot quasi von der Mortal Kombat-Reihe. Ich glaube, der Teil davor war glaube ich Mortal Kombat 4 und der kam, 98 raus oder so.
Den habe ich auch sehr, sehr gerne gespielt und Deadly Alliance, das. Also Deadly Alliance fand ich schon ziemlich gut, muss ich sagen. Aber weniger jetzt wegen dem Gameplay als solches, sondern eher wegen dem ganzen Scheiß, den man da freischalten kann. Aber trotzdem in Ordnung. Dann Tony Hawk's Pro Skater 4, auch ein geiles Spiel. So kommen US Navy SEALs. Gerade für Online-Spiele natürlich richtig geil gewesen. Ich habe da nie Kontakt zu gehabt, muss ich sagen. Obwohl es auch eine Singleplayer-Kampagne hat. Und Sly Raccoon, auf jeden Fall für mich einer der charmantesten Plattformer, den es gibt. Oder zumindest die Reihe als solches. Ich habe nur die ersten beiden Teile bisher gespielt. Und da muss ich auch noch auf jeden Fall einiges nachholen. Oh, jetzt haben wir erst den Special Screen zu Conflict Desert Storm. Haben wir es nicht vorher schon mal irgendwie mal behandelt? Ich glaube schon, ne? Aber wahrscheinlich hat das Spiel mittlerweile den Status erreicht, dass man es das jetzt auch mal ein bisschen besser durchleuchten kann. Ja, wir sind ja, glaube ich, Anfang der 90er, ne? Wenn ich mich nicht täusche. Und mit einem Team im Golfkrieg unterwegs. Und ja, Conflict Desert Storm ist ein Third-Person-Taktik-Shooter mit einem Squad, was man hat. Das Squad hat verschiedene Klassen und man kann innerhalb der Klassen halt immer, glaube ich, wechseln sogar, ne? Die Charaktere, wenn ich mich nicht täusche, ich weiß es nicht ganz genau. So, dass man dann halt dann vielleicht jetzt hier den Pionier mit seiner Panzerfaust durchschicken kann oder wenn man Deckungsfeuer braucht, dann halt den fetten Maschinengewehr-Typi. Und wenn man verletzt wird, halt den Sanitäter einsetzt und so. Und ja, das war, glaube ich, eigentlich ganz geil. Das war ziemlich erfolgreich. Ich habe es selbst nie gespielt, muss ich sagen. aber die Geschichte habe ich ja schon mal in einem vergangenen Durchgeblättert erzählt, als ich mit dem Alex in der Stadt war, in Gießen, er wohnt da in der Nähe, und, also in der Nähe, ist jetzt mal übertrieben formuliert, das ist die nächstgrößere Stadt, wo er wohnt. Und, ja, wir sind extra in die Stadt gefahren, um das Scheißspiel zu kaufen, weil es gerade als Platinum-Version, glaube ich, draußen war für 30 Tacken. Sind nach Hause gekommen, haben sie in PlayStation 2 gelegt, es hat einfach nicht funktioniert. Ich hatte meine auch dabei, aber es auch bei mir funktioniert, hat auch nicht geklappt. Also, wir haben es in meinen eingelegt und das hat dann auch nicht funktioniert. Und haben da wirklich zweieinhalb Tage die ganze Zeit versucht und gehofft, ja, vielleicht klappt es jetzt ja. Ne? Total dämlich eigentlich. Bis wir dann immer nach zwei Tagen dann doch in die Stadt gefahren sind und ein Ersatzspiel geholt haben. Also wir haben es einfach umgetauscht. Ich habe es aber trotzdem irgendwie nicht richtig viel gespielt. Also der Alex, der mochte die Konfliktreihe richtig gerne. Also der ist Storm 1 und 2, glaube ich, gespielt. Und Global Storm hat er bis zum Verrecken gezockt, auf jeden Fall. Vietnam bin ich mir gar nicht so sicher, das gab es nämlich auch. Und ja, auch die Reihe wollte ich letztes Jahr eigentlich nachholen, nachdem ich Dropship durchgezockt habe, weil es auch so ungefähr in der Zeit rauskam. Aber da habe ich mir gedacht, die Thematik ist doch relativ ähnlich. Also halt Kriegsthematik, da hatte ich dann doch keine Lust drauf. Und ja, vielleicht mache ich das dieses Jahr noch. Ich überlege es mir. Also für mich privat natürlich zum Zocken. Oh, und die E3 war hier am Start. Okay, das war's dann mit der kurzen Ausgabe, weil wir werden sehr, sehr viele Spiele haben mit kurzen Tests wahrscheinlich oder kurzen Meinungen. So, beschränken wir uns hier doch mal einmal auf den Bildschirm oder auf das Bildmaterial, was wir hier haben. Okay, da war Online auf jeden Fall im Fokus, der Online-Modus von der PlayStation 2, der mich halt wirklich nicht interessiert hat. Über die Online-Fähigkeit der PlayStation 2 in der Hand von Madden NFL. Okay. Ja gut, Madden, boah, wenn man natürlich mit, das sind ja immer große Mannschaften, wenn natürlich jeder Spieler oder jeder Online-Gamer seinen eigenen Spieler steuert, ist das natürlich richtig geil. Aber hier Ape Escape 2, keine Ahnung, warum die das da jetzt gezeigt haben, weil da kann ich mir keinen Online-Modus, um ehrlich zu sein, vorstellen. Was haben wir hier noch? Mehr E3-Babes auf Seite 105. Okay, die werden wir hinterher noch sehen, alles klar. PS1-Highlights gibt es auch noch. Formel 1 Arcade und WRC Arcade. World Rally Championship. Digimon 3 haben sie hier. Firebugs, das war, glaube ich, auch ein Rennspiel. Und Lilo und Stitch. Weil damals fand ich die Rennspiele natürlich noch relativ interessant, beziehungsweise die PS1-Spiele noch relativ interessant, weil mein Bruder hat zwar eine PlayStation 2, gab ich nur eine PlayStation 1. Aber ich hatte halt eine PlayStation 1, ne? Und iToy wurde hier sogar schon vorgestellt. Das ist ja interessant, okay. So früh schon. iToy war geil, doch. Da habe ich zwar auch nicht so viel Zeit mit verbracht, aber ich habe damals, auch mit meinem Kollegen, der so, damals so lange krank geschrieben war, ich hatte jahrelang Kontakt immer mit den Leuten, haben wir damit immer so ein paar richtig schwachsinnige Videos aufgenommen. Aber es hat funktioniert, ne? Das ist wahrscheinlich genau Resident Evil Outbreak, damals hieß es noch Resident Evil Online, aber das ist super okay. Und der vierte Teil von Tekken, aber der war ja online tauglich. Ich habe das damals halt wirklich nie verfolgt. So, okay, ganz viele Action-Spiele. Star Wars Bounty Hunter war, glaube ich, ein ziemlich gutes Star Wars-Spiel sogar. Also gut auch in der Form, als dass man jetzt nicht unbedingt die Filme nachspielt, sondern halt wirklich nochmal eine eigene Story hat, um halt, ist das Boba Fett oder Jango Fett? Ah, Jango Fett, okay. Der ist, glaube ich, auch vor kurzem in der, oder als PlayStation 4-5-Version rausgekommen mit Trophäen. Ich weiß gar nicht, ob ich ihn schon geholt habe, aber ich glaube, das wird sich sogar lohnen. Ich weiß nicht, wie gut das Spiel jetzt gealtert ist, okay. Aber es hat auf jeden Fall keine schlechten Bewertungen bekommen. Dann Star Wars Clone Wars, okay, das Spiel zum Film natürlich, zur zweiten Episode. Und ja, da kann ich auch gar nichts drüber sagen. Ich habe es mir geholt, weil ich wusste gar nicht, dass es davon ein Spiel gab, um ehrlich zu sein. Also ich habe es jetzt vor ein, zwei Jahren auch mal nachgeholt. Und ja, weil immer will ich die Star Wars-Reihe auch nochmal zocken.
Silent Scope 3, ich glaube, der zweite Teil hatte, glaube ich, eine richtig räudige Bewertung bekommen von irgendwie 9% oder so. Gut, vielleicht machen sie es mit dem dritten Teil besser. Ninja Assault und Dinostalker 2, zwei Lightgun-Shooter auf jeden Fall. Dinostalker im Universum von der Dino Crisis-Reihe, wenn ich mich nicht täusche. Auch von Capcom gemacht. Und Ninja Assault ist von Namco gemacht worden. Das war, glaube ich, hinterher auch nicht so gut, also von den Bewertungen her. Kann ich jetzt aber auch jetzt nicht mit letzter Sicherheit beschwören. Und War of the Monsters fand ich ein richtig geiles Konzept. Also eine Art Beat'em-up, wo man halt die Umgebung komplett mit einbeziehen kann. Wo man eigentlich zwei unabhängige Bildschirme dann auch hat im Split-Screen-Modus, wenn man es zu zweit zockt. Und wenn man nah aneinander kommt, dass es dann ein großer Bildschirm wird. Also es sind eigentlich nur kleine Spielereien. Aber es ist halt cool, mit einem King Kong-artigen Monster zu kämpfen, mit einem Godzilla-artigen Monster und einfach die Stadt zu zerkleinern. Das habe ich mal im Adventskalender auch vorgestellt. Ich glaube sogar im ersten oder im zweiten. Weiß ich gar nicht, ist auf jeden Fall schon ein paar Jährchen her. Und das war tatsächlich mein... Also von meiner persönlichen PlayStation 2, die ich hatte, mein erstes Spiel. Weil das hatte ich nämlich in dem Second-Hand-Shop geholt, der halt auch PlayStation 2-Konsolen direkt umgebaut hatte. Und ich konnte mir dann halt ein Spiel aussuchen. Dann war es halt War of the Monsters. Mit einem Druckfehler, glaube ich sogar, weil das PlayStation-Logo, das fehlt an dem Rücken quasi. Ist mir direkt aufgefallen. So, Deus Ex auch ein richtig gutes Spiel, ey. Und der Herr Dringe, die zwei Türen kriegt sogar eine komplette Seite spendiert. Ja, es war auch ein richtig geiles Spiel. Also für ein Lizenzspiel, das war man damals einfach nicht gewohnt. Es ist nicht sehr umfangreich, das ist eigentlich ein Videothekenspiel. Deswegen 60 Tacken wäre dafür auch zu viel. Aber man kann halt die einzelnen Kapitel entweder mit Gimli, Aragorn oder halt mit Legolas, glaube ich, spielen. Und kann man auch einen vierten freischalten, ich bin mir nicht ganz sicher. Und jeder Charakter hat halt seine eigenen Moves. Und man kann sie, glaube ich, entweder mit Geld oder Erfahrung, ich weiß nicht mehr genau, wie das war, auch noch neue Moves kaufen, die auch wirklich das Spiel hinterher dann auch, also die sich auf das Spiel auswirken, die es halt vereinfachen. Und ich habe den Fehler gemacht, ich habe mit Legolas zuerst gespielt, das war der schwerste Charakter. Mit Aragorn war es dann hinterher richtig easy. Ich habe es auf jeden Fall sehr, sehr gemocht, das Spiel. Habe ich vielleicht mich eine Woche mit beschäftigt, ist aber nie in Vergessenheit geraten, das ist immer ein gutes Zeichen. Ja, Evil Dead Fistful of Boomstick genauso, das habe ich damals auf dem Flohmarkt gekauft, für 20 Euro Originalverschweiß, als es relativ neu war. War halt damals so ein Spielehändler irgendwie, aber ich glaube, das wurde auch ein bisschen günstiger angeboten, für 40 Euro, glaube ich. Und das habe ich auch ganz gerne gespielt, es gab weitläufige Level, war auf jeden Fall besser als, Hail to the King für PlayStation 1, genau. Ging weniger Richtung Survival Horror, sondern jetzt eher Richtung Action, also ein schnelles Gameplay. Und ich bin da irgendwie an einem Boss hängen geblieben, dann habe ich das nicht mehr weitergespielt, und weil ich einfach nicht wusste, wie ich den besiegen soll. Und ja, seitdem habe ich es auch nie wieder angefasst. Terminator Dawn of Fate. Das sieht auch so... Hatten wir das nicht auch schon in den letzten Ausgaben? Ich weiß es nicht mehr. Sieht auf jeden Fall so aus, als würde es halt, wie gesagt, wieder der normalen Zeitlinie angehören. Also der Gegenwart von Terminator, so gesehen. In der Zukunft, wo man halt gegen die ganzen... Also wo die Maschinen quasi schon die Herrschaft übernommen haben. Und wo man dann vielleicht als, Kyle Reese oder wer auch immer dann spielen muss, um halt, wahrscheinlich die Menschheit zu retten. Man in Black 2 Alien Escape. Man in Black 1 habe ich geliebt, also den Film. Den habe ich tausendmal gesehen früher. Man in Black 2 war ich sogar im Kino drin und den fand ich relativ enttäuschend. Und das Spiel dazu war, glaube ich, auch nicht so gut. Ich habe es zwar auch im Regal stehen. Ich habe auch den ersten Man in Black Teil für PlayStation 1 im Regal stehen. Und ja, irgendwann wird es auch kommen. Superman hat mich nie gereizt, muss ich sagen. Also wieder die Zeichentrickserie. Wenn ich mir das Design angucke vom Kopf, ist es, glaube ich, auch der Zeichentrickserie nachempfunden. Noch die Filme fand ich irgendwie, also wieder die alten, auch die neuen Filme interessant. Und demnoch auch die Spiele für mich halt auch absolut uninteressant. Ach, guck mal, The Mark of Queen. Da haben wir es doch, ne? Hier, nächste Woche Samstag Stream, natürlich. Ein Spiel, was mich halt wirklich sehr überrascht hat. Allein schon aufgrund des Paradoxums, nennt man das so, zwischen der Grafik, ne, die eigentlich erkindlich Disney-haft wirkt, und der Gewalt, die man da im Spiel sieht. Plus der Atmosphäre, die auch im Spiel zu sehen ist, halt eher stealthig angehaucht, gibt auch viele Kämpfe, es fliegen Körperteile durch die Gegend, man hat dazu aber auch noch Aufgaben, die man innerhalb der Level erfüllen kann, und ja, schon sehr gewalttätig in einem, doch eher harmlosen Gewand. Ja, und auch gameplay-technisch ist es eigentlich auch wirklich nicht schlecht, also es hat einen eigenständigen, Kampfstil, den ich so ein zweites Mal noch nicht gesehen hatte, allein schon, weil es beide Sticks benutzt werden. Und war auf jeden Fall damals, glaube ich, eher so ein Versuch, sowas halt auch zu etablieren, aber ich glaube, es war nicht sehr erfolgreich. Wobei, es hat für den zweiten Teil immerhin gereicht. Und hier auch richtig geil, Contra Shattered Soldier. Ja, das war für die damalige Zeit auf jeden Fall mal ein 2D-Spiel in einem neuen Gewand. Also echt knüppelhart, das ist so schwer, das Spiel. Um das richtige Ende zu erreichen, muss man, glaube ich, in jedem Level ein S-Rating bekommen. Und das setzt voraus, dass man, glaube ich, gar nicht stirbt.
Man muss alles zerstören, was man zerstören kann. Ne? Also viele Sachen, die fliegen auch nur kurz durchs Bild. Deswegen ist das gar nicht so einfach. Und ach, ich weiß gar nicht, was man da noch alles machen muss. Und das zu schaffen, weil das Spiel ist echt hart. Ne? Da sind sehr, sehr viele fiese Fallen auch mit drin. Man muss es üben, üben, üben. Und ich war auch wirklich so gut, dass ich, glaube ich, von den... Also ich bin, glaube ich, in die fünfte Stage gekommen. Ich glaube, es gibt danach sogar noch eine sechste. Und die ersten vier habe ich perfekt hinbekommen. Und das spielt das Spiel, dann wisst ihr, es ist gar nicht so einfach. Aber ich habe leider mein komplettes Wissen da wieder vergessen. Ich müsste jetzt wieder wahrscheinlich bei Null anfangen. Aber okay. Irgendwann werde ich es mir auch nochmal reintun. Weil das Spiel ist echt gut. Weiger, The Legendary Weiger, so. ist ursprünglich der erste Teil, glaube ich, mal für NES und sowas erschienen. Also für 8-Bit-Konsolen eher. Und das war jetzt ein Reboot. Was ich, wie gesagt, aus irgendwelchen Gründen sehr, sehr reizvoll fand. Wahrscheinlich, weil es auch so ein bisschen mit Mythologie und sowas zu tun hat. Ja, man ist irgendwie so ein schwertschwingender, ein schildschwingender Typi. Ja, und kämpft sich so wahrscheinlich, ja, so ein bisschen Devil May Cry-mäßig, weil God of War gab es damals ja noch nicht. Ja, durch verschiedene Gebiete, muss dann hier und da vielleicht nochmal ein kleines Rätsel lösen. Und war von den Bewertungen ja auch gar nicht mal so schlecht, glaube ich, auch im 80er-Bereich. Und können wir vorstellen, dass auch das so ein Spiel sein könnte, was ein bisschen untergegangen ist. Genauso wie Dragon's Lair, ja. Dragon's Lair war ja früher ein Reaktionstest. Auch super schwer, es war einfach nur Try and Error. Und nicht mehr und nicht weniger. Ist ursprünglich im Automaten dann auch erschienen. Es waren eigentlich selbst ablaufende Videos, ne? Auch im Disney-Stil gehalten, auch sehr gewalttätig. Und ja, mit dem Dragon's Lair-Spiel für die PlayStation 2 wollten die versuchen, so einen Action-Plattformer, glaube ich, mal rauszubringen. War auch nicht so gut, glaube ich, von den Bewertungen. Ja, aber mich hat es trotzdem gereizt, weil es halt Dragon's Lair ist und ich das noch vom Amiga kannte. Gungrave basiert, glaube ich, auf einem Anime, kann das sein? Er hat halt irgendwie einen fetten Ballermann und ballert sich durch die Level. war auch nicht so gut. Ich glaube, irgendwo im 60er-Bereich landete die Wertung, aber sie sehen wir dann in späteren Spielen. Und Bloodwayne war, glaube ich, ein initiiertes Spiel oder ist vielleicht sogar noch initiiert, ich weiß es nicht genau, wo man eine Vampirdame spielt und dann wahrscheinlich die ganze Zeit ja, ihren Durst stillen muss. So, hier haben wir Stockholm, US Navy Seals. So ein bisschen, ich weiß nicht, ob es Richtung Conflict Desert Storm geht. Eher Taktik fixiert, glaube ich, also gerade vor allem der Multiplayer-Modus, wie es im Singleplayer ist, weiß ich gar nicht, aber so wie es aussieht, hat man hier auf jeden Fall auch einen Squad. Aber ob man da jetzt alle steuert oder nur einen, kann ich nicht sagen. Aber sieht halt aus wie ein Third-Person-Shooter, ne? Devil May Cry 2, ja. Große Vorschuss-Lorbeeren durch den ersten Teil und natürlich durch die Trailer, die man dann gesehen hat. Man hat sich auf den zweiten Teil gefreut. Ja, von den Kritikern war es aber eher ein Rückschritt, weil halt die Umgebungen sehr karg waren und die ganze Coolness vom ersten Teil jetzt nicht irgendwie so gut rüberkam. Der dritte Teil ist wieder gut gemacht und der zweite Teil, naja, nicht so. Und Zone of the Enders, The Second Runner, von Hideo Kojima auch gemacht, der auch Metal Gear gemacht hat. War auch eine Weiterentwicklung vom ersten Teil. Der erste Teil war, glaube ich, sehr, sehr kurz. Und ja, der zweite hat alles ein bisschen größer, ein bisschen pompöser gemacht mit zusätzlichen Funktionen. Wobei ich den Teil noch nicht gespielt habe. Aber den ersten Teil, den fand ich eigentlich auch ganz gut. Und ja, den muss ich mir halt auch nochmal reintun. Red Dead Revolver, ja, der Vorgänger, so gesehen von... Ich gucke jetzt aber gerade mal... Ja, es ist noch von Capcom hier geplant. Der Vorgänger von Red Dead Redemption. Ja, da war geplant, dass Capcom eigentlich die Entwicklung übernehmen soll. Da sollte es halt eher arcade-lastig werden, von Level zu Level, wo man auch Punkte sammeln kann und so ein Gedöns. Die haben dann, glaube ich, die Entwicklung an, weiß ich, Take-Two verkauft oder Rockstar Games besser gesagt, oder wen auch immer. Und die haben dann halt eher so ein bisschen mehr Story drumherum gepackt und es alles ein bisschen epischer werden lassen und weniger arcadig. Und ja, das hat mir eigentlich sehr gut gefallen damals, das Spiel. Ich habe es auch vor 4, 5 Jahren oder so auch mal wieder durchgespielt als PlayStation 4-Version. Und es hat auch immer noch Bock gemacht. Ja, True Crime Streets of L.A. sollte eigentlich so ein bisschen so ein GTA-Killer werden, weil alles so ein bisschen dynamischer war und sich alles so ein bisschen besser angefühlt hatte. Hat es aber im Endeffekt nicht geschafft. Das Augenmerk aber, beziehungsweise das Besondere an dem Spiel ist aber auf jeden Fall gewesen, man hatte verschiedene Storyläufe, je nachdem, wie man sich halt verhalten hat. Ja, Shinobi habe ich Let's Played, war auch ein Reboot von ja, den alten Sega-Klassikern. Ich fand es ganz gut, die Kritiker nicht so gut. Schön schnelles Gameplay, schwer und eigentlich unkompliziert. The Getaway auch, hier sogar noch als E3 King betitelt, wurde halt auch von seinen Vorschusslorbeeren halt eingeholt. Ich sag mal, die Kritiken, die es hinterher bekommen hat, waren jetzt nicht so krass, wie es eigentlich hätte sein sollen, wäre das Spiel vorher nicht so gehypt worden, ne? Und hier, ist Dead to Rights das Jet Li Spiel? Nein, das ist glaube ich nicht. Aber ich glaube, das war auch, glaube ich, entweder indiziert oder ist in Deutschland nicht rausgekommen, wo es glaube ich auch so ein bisschen richtig Richtung Bullet Time ging, ne? Oder? Es sieht zumindest so aus, so ein bisschen Richtung Max Payne. Aber ansonsten kann ich da nicht viel drüber sagen, außer dass man wahrscheinlich auch eine ganze Menge ballert. Skygunner hatten wir auch letztens noch in den Pre-Screen-Bereich. Mark and Shaw, durchwachsen, Lethal Skies, Reign of Fire, okay, Herrschaft des Feuers, hatten wir letztes Mal gesehen, Mega Man X7.
Dungeons & Dragons Heroes, Battle Engine Aquila. Das fand ich eigentlich auch ganz geil, weil da kann man auch so viele Sachen freischalten. Damals war ich halt einfach nur im Freischaltfieber. Freaky Flyers war, glaube ich, auch ein ganz geiles Fundraiser-Spiel mit Flugzeugen. WWE Crush Hour war ein Versuch, Wrestling in den Car-Combat-Bereich zu kriegen. Und Alter Echo war, glaube ich, auch so ein Third-Person-Jump-and-Run-Action-Spiel, irgendwas im Dreh rum. So, Action-Adventures haben wir auch. Lara Croft Tomb Raider, The Angel of Darkness, ja, der sechste Teil der Reihe war es da, glaube ich, ja, der auch nicht so gut angekommen ist, weil die PlayStation 2, glaube ich, noch so ein bisschen Probleme bei den Programmierern verursacht hatte. Das Ding aus einer anderen Welt, habe ich letztes Mal schon mal was drüber gesagt, ein sehr, sehr interessantes Survival-Horror-Spiel mit einem geilen Konzept. Ich renne jetzt mal so ein bisschen durch, weil wir werden die Spiele wahrscheinlich sowieso fast alle in den nächsten Ausgaben dann auch nochmal irgendwann wiedersehen. Metal Gear Solid 2 Substance, eigentlich quasi ein Update der Metal Gear Solid 2 Originalversion oder normalen Version mit auch ein bisschen Skate-Action, ne? Und ja, das hat so viele Bonusinhalte bekommen, dass es wirklich rechtfertigt, auch als eigenes Spiel beworben zu werden. Ist nur blöd für die Leute, die Metal Gear Solid 2 schon haben. Blade 2, ja, auch da das Spiel zum Film, ne? Das Spiel zum Film war richtig, ja. Ja, war wahrscheinlich durchschnittlich, wobei es eine hervorragende Wertung hat und, ne, immer wieder sag ich's, mit einem riesen Ab-18-Sticker auf dem Spiel, auf dem Cover gewesen. Tenchu 3 auch eine richtig geile Weiterentwicklung der Reihe. Musikalisch, optisch und es hat den Koop-Modus gehabt. Und Fear Infect Inferno ist, glaube ich, nie rausgekommen. Ich glaube, da gab es keinen dritten Teil von. Also zumindest nicht für PlayStation 2. Hitman 2 Silent Assassin, das war, glaube ich, so der erste. Das war, glaube ich, der erste Hitman-Teil, der, glaube ich, in Deutschland sogar erschienen ist, weil der erste Teil, glaube ich, Ich glaube, der war auf dem Index, oder? Oder ist er sogar noch auf dem Index? Ich weiß nicht genau. Auf jeden Fall auch Stealth Action, ne? Mit Agent 47. Oh, Project BG&E. Das ist Beyond Good and Evil auf jeden Fall von Ubisoft. Ja, das hat auf jeden Fall eine gewisse Entwicklung hingelegt, das Spiel. Erstmal vom Titel her, ne? Weil damals waren sie sich noch gar nicht sicher, wie sie überhaupt nennen sollten. Aber auch vom Design her hat sich da einiges geändert. Aber auch da werden wir wahrscheinlich in den nächsten Ausgaben mehr drüber lesen. Indiana Jones und die Legende der Kaisergruft. War, glaube ich, seit Turm von Babel der erste Teil von Indiana Jones, oder das erste Spiel, was danach kam. Ja, wahrscheinlich Action-Adventure, ne? Mit ein bisschen Gekloppe, wenn ich mich nicht täusche. Onimusha 2, der Nachfolger von Onimusha 1, wäre jetzt gedacht, aber mit einem anderen Protagonisten. Mit einer sehr, sehr nervigen Intro, wenn ich gerade mal überlege. Ich habe das ja gespielt. Ach du mein Gott, ja, da hat irgendjemand am Anfang immer gesagt, Jube, Jube. Das geht mir echt hart auf den Sack. Ja, Primal von den Medieval-Machern. Ja, der Versuch, ein neues Franchise ins Leben zu rufen, war auch nicht schlecht, das Spiel, muss ich sagen. Aber ich kann mir vorstellen, das ist vielleicht ein bisschen untergegangen. Und Harry Potter und die Kammer des Schreckens als PlayStation 2-Version. Die PlayStation 1-Version kam schon raus. Die PlayStation 2-Version ist wahrscheinlich richtig teuer mittlerweile. Ich habe da vor ein paar Jahren schon irgendwie 40 Tacken für bezahlt oder so. Will ich mir auf jeden Fall auch nochmal reintun, die Reihe. Silent Hill 3 war für die Play auf jeden Fall ein sehr besonderes Spiel, weil die haben sehr, sehr viel darüber gesagt und das auch krass beworben. Und ich glaube, die fanden das sogar besser als Silent Hill 2, wenn ich das so richtig gedeutet habe. Weil da hat man hinterher noch so viel drüber gehört, obwohl schon längst erschienen ist, das Spiel. Herr der Ringe, die Gefährten, nicht von EA gemacht übrigens. Und das basiert, glaube ich, auch nicht auf dem Film, sondern auf den Büchern. Weil ich schätze mal, die Lizenz von dem Film liegt bei EA, oder lag zumindest damals bei EA. Und ja, für die Bücher kann man da wahrscheinlich nochmal so ein bisschen künstlerisch aktiv werden. War, glaube ich, nicht so gut, also nicht so geil wie EA-Spiele. X-Men Wolverine's Revenge, das war hingegen ein relativ gutes Lizenzspiel, was, glaube ich, auch so im 80er-Bereich hinterher lag, wo man dann, ich glaube, die Vorgeschichte von Wolverine, glaube ich, durchleuchtet. Und Way of Samurai, ich glaube immer noch, dass es auf der Technik von Kengo basiert, wo man halt mit einem Schlag halt mal einen Gegner dann auch mal, ne, töten kann. Was haben wir noch? Dot Hack, Jojo Bizarre's Adventure, Clock Tower 3, okay. Schatzplanet von Disney, Jack the Ripper. Ja, der Rest, okay, ATX Red Rock hatten wir nochmal letztes Mal auch in der Ausgabe gehabt. Das ist halt das Interessante, dass es von LucasArts ist. Ego-Shooter, alter Vater, wir haben noch echt viel vor uns. Ich glaube, ich muss die Ausgabe zweiteilen, ey. Ja, Turok Evolution auf jeden Fall, auch eine sehr, sehr durchwachsener Nachfolger von den eigentlich, glaube ich, sehr, sehr erfolgreichen Vorgängern von dem Nintendo 64. Das ist, glaube ich, der vierte Teil, ne? Der hatte, glaube ich, das Problem, das Spiel, dass es ein Multiplattform-Titel war, dass es für alle Konsolen rausgekommen ist. 13 glaube ich zwar auch, aber das war ein bisschen geiler, allein schon wegen dem einzigartigen Stil und der einzigartigen, ja, Herangehensweise, ne, dass man da zum Beispiel die Geräusche auch quasi visuell sieht. Und das war auch so ein bisschen Richtung Stealth, mit der eigentlich spannenden Geschichte, die drumherum gesponnen war. Und natürlich die Cell-Shading-Optik wieder mit Gewalt, ne? Also da haben wir schon wieder dieses Konzept. Nightfire soll eigentlich richtig geil gewesen sein von James Bond.
Ich habe es halt nie gespielt, nur einmal ganz kurz im Multiplayer. Aber ich fand Agent mit Kreuzfeuer schon richtig gut. Und ich schätze mal, Nightfall wird mir auch gefallen. Das werde ich dann natürlich auch machen, wenn ich bei James Bond spielen bin. Und Red Faction 2, klar, nach dem Erfolg von Red Faction 1, ne? Auch die logische Konsequenz als Nachfolger. Leider eine Reihe, die heutzutage, glaube ich, auch sehr, sehr tot ist, ne? Und hier haben wir, was wir am Titelbild gesehen haben, Tom Clancy's Ghost Recon. Auch ein Taktik-Ego-Shooter. Ich glaube, der war der zweite Teil, ein Third-Person-Shooter. Ich bin mir da gerade gar nicht so sicher, muss ich sagen. Das weiß ich nicht, aber den zweiten habe ich auf jeden Fall gerne gezockt. Und ich meine, das war ein Third-Person-Shooter. Und den ersten Teil wollte ich immer mal zocken. Habe ich bis heute nicht gemacht, ne? Weil die Tom Clancy-Spiele, zumindest Rainbow Six, hat mir damals sehr, sehr gut gefallen. Und ich glaube, das Schöne war bei der PlayStation 2-Version, da gab es, glaube ich, sogar noch die beiden Add-ons irgendwie. Irgendwie Thunder-Gedöns und noch was anderes. Jungle Storm hieß das andere, glaube ich. Die waren direkt schon mit inkludiert. Dann TimeSplitters 2, ein richtig, richtig gutes Spiel. Da habe ich richtig viel Zeit mit verbracht. Geiles Multiplayer-Spiel. Story-Mode hat hier zumindest mal eine Story gehabt mit Charakteren, ne? Die man zumindest dann auch mal irgendwann wiedererkannt hat. Und es gab noch so viel nebenbei zu machen. Ne? Es gab einen Arcade-Modus mit, was weiß ich, 120 Aufgaben gefühlt. Und man konnte wieder freischalten ohne Ende natürlich, ne? Und ich glaube, das war sogar ein Spiel oder vielleicht sogar eins der Spiele, die bei der Play sogar die beste Bewertung abgeräumt haben. Dann haben wir Deus Ex 2 Invisible War. Ist halt nie für die PlayStation 2 erschienen, sondern nur für Xbox. Fand ich schade, weil Deus Ex war eigentlich ziemlich geil. Rainbow Six Raven Shield ist, glaube ich, auch nicht für PlayStation 2 rausgekommen, oder? Da bin ich mir gar nicht so sicher. Aber bei Tom Clancy blicke ich eh nicht mehr durch, ne? Das sind zu viele Spiele. Robocop weiß ich auch nicht, ob da was rausgekommen ist. Gab es ein Robocop-Spiel für die PlayStation 2? Keine Ahnung. Und der Anschlag, das passiert, glaube ich, auch auf einem Film, ne? Guck mal gerade. Ja, genau, The Sum of All Fears, so war das. Nee, dann war es nicht der Ausnahmezustand, okay, mit Ben Affleck. Ach du Scheiße, den gab es ja damals auch noch, stimmt. Ansonsten, Iron Storm wäre hier vielleicht noch erwähnenswert, weil das auch nochmal, genauso wie bei Wolfenstein, ich glaube, auf historischen Fakten zwar basiert, aber eine andere Entwicklung annimmt. Shadow Arts, die Zeit des Gerichts ist gekommen. Haben wir, glaube ich, auch schon als Test gehabt, ne? Funsport, Freakstyle, ja genau, das war das einzige Zweiradspiel, was mich irgendwie interessiert hat, weil es halt von EA Big ist, weil Dave Mirror XXX, alter Vater, okay, müssen wir gleich doch nochmal kurz drauf eingehen. Na, weil die EA Big Spiele, die bieten halt schon meistens einen schnellen und auch guten Zugang. Und ja, so normale Spiele, die auch arcade-lastig sind, ja, da weiß ich nicht, da habe ich keine Geduld für, mich da reinzuspielen. Und Dave Mirror XXX, das ist total gelogen, das ist nämlich BMXXX, wo man die Titten zeigen kann, ja. Und finde ich aber geil, dass vor Dave Mirror einfach mit seinem Namen da stand, ne? Hatte wahrscheinlich hinterher gedacht, nee, da habe ich vielleicht doch was anderes unter vorgestellt, sowas möchte ich jetzt vielleicht nicht bewerben. Ah gut, BMX-Spiel ist BMX-Spiel, interessiert mich nicht, aber das ist das Einzige, was mich ein bisschen gereizt hat. Ich habe es zumindest schon mal im Adventskalender gezeigt, ne? Da habe ich jetzt Cheats, Gran Turismo 3, ach, eine Checklist, okay. Sowas war eigentlich auch immer ganz geil. Dann Spider-Man, okay, wenig Cheats, ne? Wow. Dafür haben wir jetzt hier eine Komplettlösung zu Medal of Honor Frontline. Wobei ich mich frage, warum brauchen wir da eine Komplettlösung? Das ist ein sehr lineares Spiel. Hier, hat doch jemand geschrieben, ne? Fotos in den Zeitschriften. Fotos, sag ich schon, Poster. Einmal Final Fantasy 10 und Medal of Honor Frontline. Okay, die hätten sich schlechtere Spiele auswählen können, auf jeden Fall. Ach, der Küchenchef, den gab es ja auch noch, genau. Oh, ich habe voll Bock auf Medal of Honor Frontline. Und Final Fantasy 10 geht natürlich weiter mit Teil 2. War das das? Warte mal. Ich glaube... Oder? Ich will nicht gerade, ob das hier die Stelle war, wo ich hängen geblieben bin, weil die Eisebene, die macht mich so ein bisschen kirre. Okay, dann muss ich vielleicht doch nochmal gucken. Ne, hier, Simo Obscura. Der hat mich getötet, weil der hatte irgendwie immer eine Attacke. Irgendwie so, der ist, glaube ich, irgendwie so der Stern aus dem Himmel gefallen oder so. Die haben mich immer getötet. Und bis dahin habe ich gespielt. Und ich hatte keine großartige Möglichkeit mehr, mich zu leveln. Oder es hätte mir zu lange gedauert, dann habe ich einfach aufgehört. Aber gut, so ist es halt. Oh Gott, Simpsons Skateboard, das habe ich auch schon mal gezeichnet. Das wird, glaube ich, heutzutage noch als eines der schlechtesten Spiele auch betitelt. Weil auch immer so aus Spaß gesagt wird, Simpsons Franchise hat immer scheiß Spiele rausgebracht. Nach Simpsons Wrestling, Simpsons Skateboarding, und das hat sich echt nicht gut steuern lassen. Ja, Sean Murray's Pro Wakeboarder hat mich damals ein bisschen gereizt, aber nee, ich bin dann doch bei Tony Hawk geblieben. Kelly Slater's Pro Surfer genauso. Man sieht einfach, wo der Trend hinführt, ne? Matt Hoffmans Pro BMX. Pro. Geil. Aber alles von Activision auf jeden Fall gepublished, ne? Aber immer von unterschiedlichen Herstellern, beziehungsweise Entwicklern. Ah, und Tony Hawk 4. Ja, das war schon richtig gut. Ja, das war ja eigentlich wirklich das erste Tony Hawk, was jetzt vom klassischen, von dem klassischen Stil auch so ein bisschen, getrennt hatte.
dass man jetzt nicht mehr zwei Minuten pro Level hat, sondern man hat eine große Welt, wo man sich dann die Aufgaben aussucht. Ja, und das ist eigentlich auch der Trend gewesen, den die Reihe dann danach auch immer weiter verfolgt hatte. Dann Evolution Skateboarding, das war eigentlich sehr interessant von Konami. War spielerisch zwar nicht so ganz gut, aber es hat halt, es gibt sogar Evolution Snowboarding, okay. okay, oder anders ausgedrückt, es ist halt ein Skatespiel mit Bossgegnern. Hallo, ne? Das heißt, es hat dann auf jeden Fall jetzt einen anderen, eine andere Richtung eingeschlagen als so ein Tony Hawk, ne, wo es dann halt eher um Spaß geht. Und hier wird wahrscheinlich nur so ein bisschen eine Story drum gestrickt. Ich habe es einmal im Adventskalender auch gezeigt und ja, es hat sich nie so gut angefühlt, leider. Aber vom Konzept her sehr interessant. Und Snowboarding wird wahrscheinlich, also beziehungsweise Evolution Snowboarding wird wahrscheinlich das gleiche sein. Nur ein bisschen schlechter bewertet als durchschnittlich. Und Evolution Snowcross, okay. Konami hat es auf jeden Fall damals auch dran gewagt. Definitiv. Ah, Jump'n'Runs, jetzt wird es wiederum interessant. Ape Escape 2, richtig geiles Spiel, habe ich Let's Played. Auch eine gute Weiterentwicklung vom ersten Teil. Aber gut, Ape Escape 1 ist halt Ape Escape 1, ne? PlayStation 1 und der absolute Stil davon. Aber 2 ist, wie gesagt, so ein bisschen größer. Man hat ein paar mehr Fähigkeiten, also wirklich eine gute Weiterentwicklung. Melis hatten wir, glaube ich, vorhin auch nochmal bei den... Wo haben wir es denn gehabt? Ach, wegen No Doubt, genau. Die haben dazu was geschrieben, ein Lied beigesteuert. Und, war ein durchschnittliches Plattformerspiel, wo es dann, glaube ich, auch eher Richtung Action oder auf Action ausging, ne? Wenn man so einen fetten Hammer hatte, da muss man wahrscheinlich viel prügeln. Genauso wie bei Ratchet & Clank. Das erste Mal, dass man davon was sieht, das dürfte das erste Spiel sein von Insomniac nach Spyro 3, glaube ich, ne? Kann das sein? Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall auch der Start einer sehr, sehr erfolgreichen Reihe, die bis heute sogar noch Bestand hat, ne? Für PlayStation 5 ist ja auch nochmal ein Ratchet & Clank-Teil rausgekommen. Und ja, von der ganzen Reihe her, die ersten vier Teile waren eigentlich richtig geil und dann haben die so ein bisschen versucht, sich auf Multiplayer auszurichten mit All for One. Ah ne, 5 Teile gab es sogar, ne? Quest for Booty war das, glaube ich, für PlayStation 3, oder? Ne, die Tools of Destruction, so hieß der, genau. Und da haben die so ein bisschen versucht, sich Richtung Multiplayer auszurichten, dann waren die, glaube ich, nicht mehr so gut, die Spiele. Haben dann aber mit dem Reboot, glaube ich, spätestens für die PlayStation 4 sich dann wieder eigentlich gut gefangen. Genauso Sly Raccoon, nur dass sie einfach keine scheiß Zeit hat. Ich glaube, die sind alle geil, die Spiele. Ja, wie gesagt, die Reihe muss ich auch noch nachholen. Die ersten beiden Teile waren aber richtig, richtig geil. Dann Spyro Enter the Dragonfly, ja, die Hoffnung, ne, aller Spyro-Fans, gerade nur angesprochen, ne, die Reihe, dass dann die Serie gut fortgesetzt wird. Ich fand's okay, das Spiel, also ich fand es jetzt nicht richtig scheiße wie die meisten Leute, aber es ist natürlich nicht mit den alten Teilen zu vergleichen. Rayman 3 fand ich hingegen sehr, sehr gut, das war auch mein Einstieg eigentlich in die Reihe und ich fand's wirklich sehr, sehr gut, muss ich sagen. Also es hat mir richtig gut gefallen, so gut, dass ich eigentlich sogar die anderen Teile auch damals nachholen wollte. Und wir haben 19 Uhr, ich höre neben den Hub natürlich die Kirchenglocke. Und ja, das ist auch eigentlich ziemlich gut gealterter Spiel. Aber wenn ich das heute nochmal spielen würde, dann wahrscheinlich wirklich die originale Version. Und Vex war, glaube ich, auch so ein bisschen wie Melis. Vielleicht ein bisschen besser, so im 70%-Bereich. Weil es halt dieser kleine Junge mit diesen fetten Handschuhen, die Meng Hu eigentlich bei Dynasty Warriors trägt. Und mehr weiß ich darüber auch nicht, keine Ahnung. Ansonsten Disney's Donald Duck als PK. Ist das Phantomas irgendwie? Der hat doch irgendwie so ein Superhelden-Gedöns. Pac-Man World 2, die Pac-Man World-Reihe wurde mir empfohlen, habe ich noch nicht gespielt. Test Wanted, Zappa Kitty und Dr. Muto fand ich eigentlich auch sehr interessant. Da spielt man einen Professor, der sich halt in verschiedene Viecher verwandeln kann. Und das war aber, glaube ich, nicht so gut. Hat auch irgendwie eine 60%ige Bewertung. Ach du scheiße, Rennspieler. Okay, Ridge Racer 6, da muss man mal ein Wort drüber verlieren. Es ist halt Ridge Racer, ne? Aber gut, es ist Ridge Racer, kann ich nicht sagen, weil ich habe die Reihe eigentlich nie wirklich gespielt. Need for Speed Hot Pursuit 2 ist, glaube ich, der letzte Teil von der Underground-Reihe, bevor die dann auf den Fast and the Furious Zug aufgesprungen sind. Spiel, was einfach Ferrari heißt, ist auch geil. ATV Offroad Fury Rally Fusion Lamborghini. Okay, die Marken versuchen auf jeden Fall hier mal so ein bisschen zum Tragen zu kommen, so wie es aussieht. Ach, Gran Turismo Concept 2002. Ja, eine abgespeckte Gran Turismo-Version. Wahrscheinlich als Vorbereitung zum vierten Teil. Oder aber da war vielleicht dann gerade so eine Messe. Kann ja sein, dass sie da auch dran partizipiert haben und gesagt haben, okay, wir stellen die ganzen Autos nochmal vor. Okay, Burnout muss ich was zu erzählen. Das ist nämlich eine geile Reihe und Burnout 2 war auch mein erster Kontakt zu der Reihe. Das Coole daran ist einfach, es ist mega schnell. Es lässt sich richtig geil steuern, also sehr intuitiv. Und auch da hat man verschiedene Aufgabenstellungen. Es ist sehr kurzweilig. Es geht jetzt nicht darum, irgendwie ein 10-Runden-Rennen zu absolvieren. Sondern meistens darum, irgendwie so und so viel zu crashen, in einer bestimmten Zeit eine Runde zu fahren. Okay, das sind natürlich typische Rennspielaufgaben, oder gehört zumindest dazu. Oder halt wirklich klassisch auch Rennen zu fahren.
Burnout 1 war, das war noch eher klassisch, wo es da wirklich darum geht, ja, Rennen zu gewinnen oder Turniere zu gewinnen. Und Burnout 2 hingegen, das ging schon so ein bisschen Richtung Crash. Und Burnout 3 war, glaube ich, also ab da war die Reihe, glaube ich, richtig, richtig gut. DTM Race Driver und Formel 1. Überspringen wir einfach mal galant, ne? Oh, Stuntman, okay, ja. Das ist doch, glaube ich, auch von Reflections, genau, von den Driver-Machern. Und wie gesagt, das ist ein Spiel, entweder man hasst es oder man liebt es. Es ist, glaube ich, sehr, sehr viel Trial and Error, weil der Perfektion erwartet wird. Ja, und im Grunde genommen ist man Stuntman, man muss durch Parcours fahren, die Stunts machen und ja, die dann quasi auch auf Kamera bannen. Und das ist wohl gar nicht so einfach, so wie es aussieht. Oder so, wie es sich dann oft gelesen hat lassen. Noch gerettet den Satz. Colin McRae Rally 3, ja, überspringe ich mal, aber Reckless, The Yakuza Missions, auch ein Arcade-Auto-Spiel, ich würde es nicht als Rennspiel betiteln, sondern eher als Action-Spiel. Ja, das war halt immer günstig, deswegen habe ich es mir geholt und ich fand es auch okay, weil es halt auch kurzweilig war. Es war, glaube ich, auch nicht ganz so schlecht am Ende. Das hat, glaube ich, auch so um die 70% oder so bekommen. Dann haben wir da unten noch, ne, die will ich jetzt erstmal überspringen, die Spiele. So, als nächstes kommen die, oh, Rollenspiele. Ja gut, da bleiben wir wieder ein bisschen mehr drauf hängen. Gladius war ein rundenbasiertes Strategiespiel, also eigentlich weniger ein Rollenspiel, aber wahrscheinlich mit Rollenspielelementen, wo man dann sich, glaube ich, nach und nach durch verschiedene Kolosseen kämpfen muss als Gladiator und dann wahrscheinlich auch hinterher rauskommt und dann um was Größeres kämpft. Summoner 2, die Nachfolge von Summoner 1, was für mich absolut trotzdem wie ein PC-Spiel aussieht, was aber nicht schlecht sein muss, ne? Wobei man hier jetzt halt keine arme Sau mehr spielt, sondern eher, ich glaube, eine Prinzessin oder sowas, ne? Breath of Fire 5, ist das Dragon Quarter? Das müsste Dragon Quarter sein. Zufallsgenerierte Dungeons, die es ja, glaube ich, gab. Und ja, ich sag mal, das mehrfache Durchspielen dann auch ein bisschen gefördert hatte. Suikoden 3, der erste PlayStation 2 Teil der Suikoden-Reihe. Die, glaube ich, sehr, sehr viele Fans hat. Und ich habe behauptet letztes Mal, dass es, glaube ich, der schlechteste Teil der Reihe gewesen ist. Aber mir hat jemand gesagt, es war der beste Teil der Reihe. Ich habe von der Reihe gar keine Ahnung. Ich habe noch keine Sekunde Suikoden gespielt. Dark Chronicle, ja, die Nachfolge von Dark Cloud. Dark Cloud, ein sehr frühes PlayStation 2 Spiel gewesen, glaube ich, 2001 erschienen. Und ja, das hat, glaube ich, auch, so wie es auch sich hat lesen lassen, alles besser gemacht. Ah ja, aber auch noch nie gespielt, ne? Oh, Kingdom Hearts, ja. Was mich damals irgendwie sehr irritiert hat. Ich fand es nicht reizvoll, mit Disney-Charakteren und mit Final Fantasy-Charakteren zu spielen. Und überhaupt jemanden zu spielen, der weder den einen noch was anderem zu tun hat. Aber es war schon sehr geil. Ich habe es letztes Jahr durchgezockt. Es hat richtig, richtig Bock gemacht. Auch die deutsche Version mit allen Synchronstimmen von den Disney-Charakteren, ne? Das war schon echt cool. Grandia Extreme, das kenne ich jetzt gerade nicht. Also ich weiß, es gibt Grandia, Grandia 2, Grandia 3, ne? Aber Grandia Extreme, ist das ein Remake? Ist auch nichts schlecht. Okay. Kann ich jetzt, um ehrlich zu sein, nicht sagen, was das für ein Spiel ist. Was haben wir hier noch? Dynasty Tactics, okay, von der Dynasty Warriors-Reihe. Auch rundenbasiertes Strategiespiel. Wild Arms 3, okay, das ist noch erwähnenswert. Und Legaia 2 Duel Saga. Und hier Vampire Knight, der Lightgun-Shooter mit Vampiren. Oh, und Sport. Ja gut, da haben wir natürlich die Klassiker, ne? This is Football 2003, wie gesagt, das gab es damals noch, ne? Aber irgendwann hat der Pro Evolution Soccer und FIFA sich dann nur noch, ja, dann behakt. Sega Sports Tennis, ist es Virtua Tennis? Ich denke nicht, ne? Warum machen die ein Zweitennisspiel? Das würde gar keinen Sinn machen. Ach doch, der direkte Nachfolger des Arcade oder Dreamcast Hits Virtua Tennis. Okay, dann ist es Virtua Tennis 2 und das war richtig geil, auf jeden Fall. NHL 2003, NBA Live 2003, Street Hoops, ja, war der Versuch, mein Gott, NBA Street den Rang abzulaufen, wenn es damals schon rausgekommen ist, aber ich meine schon. Sega Soccer Slam, wie gesagt, die als potenzieller Hit-Kandidat betitelt. Ja, die GameCube-Version war auch, glaube ich, richtig geil. Also die PlayStation 2-Version, die wurde ein bisschen zerfleischt. Aber ich habe es gespielt, ich fand es ganz witzig. Rocky habe ich mir auch vor kurzem gekauft sogar. Also, ja gut, das ist ja auch ein Jahr her oder so. Weil ich hatte mir immer die Filme, die habe ich mal nachgeholt. Die waren alle okay, ne? Aber irgendwie habe ich dann trotzdem Bock auf die Spiele bekommen. Und das war, glaube ich, auch gar nicht mal so schlecht. Club Football, das sind die ja, clubbasierten Fußballspiele, wo es wie viele? Genau, 15 eigene Versionen gibt, ne? Pro Club quasi ein. Und SmackDown Shut Your Mouth, da wurde die SmackDown-Reihe auch endlich wieder gut. Bei SmackDown 3 war ja schon ein bisschen enttäuschend, weil es auch sehr kurz war, mit einem riesigen Speicherstand. Und SmackDown 4 hingegen, ja, hat dann mal das erste Mal eine richtige Story auch reingebracht, wo es dann auch um Fäden und allem drum und dran ging, wo dann der Höhepunkt meistens beim Main Event war. Und das war schon echt okay. Was haben wir denn hier noch unten? Gucke ich gerade. Red Card Soccer, genau, das ist mal interessant gewesen, weil es war halt auch ein arcade-lastiges Fußballspiel, wo man sich halt eigentlich quasi verprügeln musste.
Black and Boost, das hat mich immer so ein bisschen erinnert an Ready to Rumble Boxing. Deswegen fand ich das auch interessant, das war, glaube ich, aber auch nicht so gut. Und ja gut, Legends of Wrestling, wenn wir hier SmackDown haben, braucht man das eigentlich nicht mehr, ne? Es sei denn, man will halt viel mit Legenden zocken. So, dann haben wir Sonstiges, aber auch die Beat'em-Ups, das wundert mich jetzt gerade ein bisschen, warum wir dafür keine eigene Passage gemacht, aber egal. Mortal Kombat Deadly Alliance, wie gesagt, ein richtig, richtig guter Teil, fand ich für der Mortal Kombat Reihe für PlayStation 2. Ich glaube, da gab es aber immer nur ein Fatality und man musste so viel spielen, um alles freizuschalten, also wirklich richtig viel. Dafür gab es aber auch echt geile Extras, also zusätzliche Charaktere konnte man freischalten, sehr viele neue Charaktere sind auch generell reingekommen. Die Grafik war für die damalige Zeit auch echt gut und jeder Charakter hatte, glaube ich, auch drei verschiedene Kampfstile, wenn ich mich nicht täusche. Oder zwei Kampfstile und eine Waffe. Und ja, das habe ich schon ziemlich viele Stunden gespielt, muss ich sagen. Aber nie alles freigeschaltet. Genauso wie Soul Calibur 2, da habe ich ja vorhin schon kurzes Wort drüber verloren. X-Men Next Dimension, keine Ahnung. Ich wusste gar nicht, dass es da auch nochmal ein Beat'em Up für die PlayStation 2 gab. Ja, die Sims gab es auch für die PlayStation 2. Habe ich ganz kurz mal gespielt. Man fängt auf jeden Fall als Baby an, das weiß ich noch. Aber ich habe es wirklich vielleicht 20 Minuten gespielt oder so, weil es war mir dann doch... Ich musste zu kreativ sein, da hatte ich keine Lust drauf. Die Siedler von Catan war, wie gesagt, ein Brettspiel, was halt sehr, sehr, sehr erfolgreich war. Ich habe keine Ahnung von den Regeln. Ich kann dazu nichts sagen, ich habe es nie gespielt. Pac-Man Fever, Namco Museum, Tekken 4 haben wir noch, das ist erwähnenswert. Das ist Revolution. Monopoly Party, Powerpuff Girls. So gut, der Rest. Okay, SpongeBob-Spiel finde ich immer noch recht interessant. Ich frage mich nur, wo der hier herkommt. Keine Ahnung. Irgendein Comic für Filmung oder sowas. Oder Verspielung, besser gesagt. Kann ich nie erkennen. Online-Spiele. Final Fantasy 11. Ja, nie gespielt. Resident Evil Online ist Resident Evil Outbreak gewesen. In Deutschland gab es den Online-Modus nicht. Deswegen haben sich da auch sehr, sehr viel drüber beschwert. Hardware, Network Technology, das war, glaube ich, ein Funway, kein Funway, sondern ein Car-Commit-Titel, genauso wie ne, Twisted Metal Black Online natürlich. Aber ich glaube, Twisted Metal Black war, glaube ich, erfolgreicher und besser. Tribes Aerial Assault basiert, glaube ich, auch auf einem PC-Spiel, wo man, glaube ich, irgendwie Jetpacks oder sowas hat, keine Ahnung. Und was halt wirklich auch eher auf Online-Gaming dann ausgelegt ist. Time Splash 2 bietet genug Singleplayer-Action und Singleplayer-Inhalt, hat aber wahrscheinlich auch einen Online-Modus gehabt, was auch dumm gewesen wäre, wenn es nicht so gewesen wäre. Tony Hawk 4 wurde auch fett beworben auf der Verpackung, dass es einen Online-Modus hatte. Celebrity Deathmatch, ach du Scheiße, warum bauen die denn da einen Online-Modus rein? Das Spiel war absolute Grütze. Das habe ich auch wirklich auch mal im Adventskalender gezeigt, das war echt scheiße. Und zu Automodelista hatten wir auch schon kurz drüber gesprochen. Rennspiel im Cell-Shading-Look. EverQuest Online, das habe ich auch nie gespielt. Gibt es das noch, EverQuest? Ich habe keine Ahnung. Sieht aber auch eher nach einem PC-Spiel aus. Aber ich glaube, da gab es auch tatsächlich eine PlayStation 2-Version von. Zukunft US Navy Seeds natürlich. Und Star Wars Galaxies. Das kam, glaube ich, nicht raus für PlayStation 2. Da bin ich mir jetzt aber auch nicht ganz sicher. Aber da habe ich nie was drüber gehört. Also muss nichts heißen, ne? Wir sind jetzt hier schon fast fertig mit der Zeitschrift, alter Vater. Das war jetzt wirklich fast alles E3, ne? Hammerhart. Ja, auf jeden Fall sehr, sehr interessante E3 gewesen. Mit sehr, sehr vielen Spielen, die auch wirklich dann für mich immer eine PlayStation 2 waren. Und hier sehen wir nochmal ein paar Mädels. Das ist Aggressive Inline, ich erkenne das. Das ist nämlich hier aus dem, ich glaube, vom Cover. Da gab es auch so ein Mädel, was genauso aussah. Verona Felpestube stand Pate für eine der Guilty Gear Kämpferin. Das sieht irgendwie dämlich aus. Tut mir leid, dass ich das so sagen muss. Aber okay. Aber finde ich geil, dass die vor, weiß ich, 70 Seiten gesagt haben, ne, mehr Babes auf der Seite 105. So. Oh, wir haben auf jeden Fall zwei Play Kings schon mal. Aber sehr, sehr wenige Spieltests. Aber hier Delta Force Urban Warfare. Das haben wir ja schon mal ein paar Mal in den letzten Zeitschriften gesehen. Da bin ich mal echt gespannt, was das für eine Bewertung bekam. Weil ich glaube, das war gar nicht so schlecht. Ja, wie Rally 3. Ja, komm. Ist ein Rally-Spiel. Gute Schadensmodell, gebe ich zu. Ne? Aber Rally interessiert mich einfach nicht. Ne? Ich will nicht nur auf Zeit fahren. So, aber dann haben wir dann neben Wii Rally 3, was 89% abgeräumt hat, okay. Im realistischen Fahrfall, das war wahrscheinlich so das Gran Turismo im Rally-Genre. Fesselnder Karrieremodus und imposante Grafik, 86% immerhin. Und veränderte instabile Framerate als negativer Punkt, verspäteter Bildaufbau und schwacher Motorensound. Ja, gerade bei Rennspielen erwarte ich eigentlich schon eine flüssige Grafik. Ne? Also das sollte jetzt wirklich im Idealfall gar nicht ruckeln. Aber klar, ne, Rallye, viel Schmutz, ne? Viele Sandpartikel und keine Ahnung, was die da noch alles darstellen müssen. Aber da würde ich lieber ein paar Partikel weglassen und den Fokus auf die Framerate legen, als dass dann ne, statt 150 halt nur 60 Körner zu sehen sind. Entschuldigung, ich muss einmal räuspern.
Ich hab mich zu spät gestummt, weil der kam einfach zu schnell. dann haben wir hier noch Barbarian, ein Beat'em Up, was ja auch nicht so gut war, basiert auf dem ursprünglichen, wahrscheinlich wirklich auf dem ersten Teil von Barbarian, was ich auch für einen Amiga gespielt habe. Und ja, ist halt durchwachsen, ne? Genauso wie Tour de France, was ich damals auf einer Demo gezockt habe beim Alex. Und ja, wo ich das interessanteste Feature fand, dass man Energy Drinks hatte, die man trinken konnte während der Fahrt, um ein bisschen Kraft zurückzugewinnen. Und ihr seht hier sogar die Werbung von Aggressive Inline. Hier, das Mädel hier, ne, mit dem Top und dem karierten Rock. Das sah doch genauso aus, ne? Ja, quasi, sogar mit den Handgelenkschonern. Siehste mal, hab ich doch gesagt. Ja, und hier haben wir auch direkt den Test zum Spiel. Was ganz geil sein soll, ne, mit 85%, 89%iger Grafik. Ich habe da jetzt gerade keine Vorstellung drüber. Ich bin überhaupt gar kein Inliner. Ich sehe jetzt aber auch jetzt auf den ganzen Screenshots auch eigentlich kein Zeitlimit, ne? Also wahrscheinlich muss man auch da durch so eine Stadt fahren oder durch irgendwelche Gebiete fahren, so ein bisschen vielleicht Richtung Tony Hawk 4, auch wenn Tony Hawk 4 damals noch nicht rausgekommen ist, wo man vielleicht so ein bisschen Richtung Open World ist, sich die Aufgaben suchen muss, um sie dann zu bestehen. Würde mich auf jeden Fall sehr, sehr reizen, das Spiel auch mal zu spielen. Und ich glaube, ich habe es mir auch vor nicht allzu langer Zeit gekauft. Oder? Nein, ich habe es nicht. Ich muss es mir noch kaufen, alles klar. Ja, positiv sind die riesigen Areale, die leichte Steuerung und die innovative Aufgabenstellung und negativ kein Creative Gate Option. Okay, gut, das hätte ich damals auch als Manko empfunden auf jeden Fall und keine Spezialmanöver, das hätte ich auch als Manko empfunden. Deswegen habe ich es wahrscheinlich damals auch einfach nicht gespielt. So, Prisoner of War. Ach du Scheiße, jetzt haben wir hier schon den gesprengte Kettentest, okay. Ja, wurde ja im Vorfeld gar nicht wenig beworben, das Spiel. Könnt ihr auch noch was sehen, weil irgendwie ist die Beleuchtung heute echt scheiße. Ja, ist aber im Endeffekt ein mittelprächtiges Adventure, was wahrscheinlich sehr innovative Ansätze hat, aber die Umsetzung, denke ich mal, nicht so gut ist. Was sagt denn jetzt hier die Bewertung? Anspruchsvolles Gameplay, interessante Story und technisch solide. Okay, das sieht jetzt für mich eigentlich nicht so solide aus, aber es ist okay. Negativ, schwerer Einstieg, nur für Genre-Fans und die träge Steuerung. Ja, okay, wenn man halt ein bisschen länger braucht, um halt reinzukommen, ist es ja okay. Und nur für Genre-Fans ist doch vollkommen in Ordnung. Es geht halt bei Adventures eigentlich, ist das eigentlich immer nur für Genre-Fans. Deswegen habe ich auch so wenig gespielt. Nicht, weil ich sie nicht mag, aber weil ich halt zu blöd war. Und braucht man eine gute Steuerung bei Adventures? Ich weiß es nicht. So, und hier haben wir dann noch die letzten drei Tests, so wie es aussieht, zumindest für die PlayStation 2. Disney Stitch Experiment 626. Kam das vor Software of Hawaii raus? Oder hatten wir dazu schon einen Test? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Habe ich mir auf jeden Fall auch geholt, weil ich bin ja so ein, will ja auch so viele Lizenzversoftungen jetzt langsam mal zocken. 69% ist jetzt nicht das beste Spiel, aber ich denke mal, ich komme damit zurecht. Und ja, die Lilo und Stitch-Reihe will ich halt auch immer mal zocken, aber ich glaube, da gibt es, glaube ich, nur zwei Spiele von. Dann Witness the Endspeed, das reizt mich eigentlich voll, weil es halt auch wahrscheinlich so ein Bemani-Spiel ist, ne? Und gut, ne, Britney Spears ist mittlerweile wieder total in natürlich, ne? Damals war es natürlich scheiße, weil es halt das kleine Mädchen war und die, heutzutage sind es halt die 90er bzw. frühen 2000er, also wie kann man sich das gut anhören? Ah, doch, das. Hab ich das? Ich muss es mir kaufen, auf jeden Fall. Das wird gleich bestellt. Ach so, ich hätte die ganzen Kackspiele mal aufschreiben können, na, egal. Ach, dann mache ich sie jetzt, komm. So, dann fangen wir mit Britney's Dance Beat an, den Rest gucke ich mir gleich nochmal an. So, und das letzte Spiel, David Beckham Soccer. Ist das für PlayStation 2 gewesen, tatsächlich? 49%, okay. Ja, die wollten damals alle auf den Zug aufspringen, weil natürlich auch WM war und alles, ne? Und viele haben es halt einfach nicht so gut gemacht. Aber man hat auch schon damals, wenn ihr euch noch vor 35 Ausgaben dran erinnert, in der PlayStation 1-Zeit, haben sich auch sehr, sehr viele an halt, wie so ein Actual Soccer und sowas, haben sich an Fußball rangewagt und es einfach nicht gut gemacht. Denn damals gab es aber nur FIFA als Referenz, ISS so ein bisschen und so langsam kommt halt FIFA und Pro Evolution Soccer so aneinander ran. Und dann beginnt erst die richtig interessante Zeit. So, und jetzt haben wir hier, alter Vater, Delta Force Urban Warfare. Das schreibe ich mir direkt nochmal auf, wenn ich mir das nicht schon aufgeschrieben habe. Habe ich mir das schon aufgeschrieben? Ich würde fast sagen, ja. Ich überfliege das gerade hier mal. Ne, aber 82%, ne? Für ein PlayStation 1 Spiel, was im Jahre 2002 rausgekommen ist. Da kommen normalerweise Spiele raus, und die kosten dann 20 Euro. Und, ja, sind halt dann irgendwelche billigen, also die dann auch wirklich billig aussehen, die schlechter aussehen als Spiele von 1997, ja, Produktionen sind, ne, wo man dann vielleicht dann hier mal so ein Winnie Pooh oder sowas sieht, ne. Aber das hier scheint wirklich eine gute, beziehungsweise ein gutes Produkt zu sein. 82%, wie gesagt, von wem ist das gemacht? Entwickelt von Rebellion. Ah, was haben die denn noch gemacht, Rebellion? Die kennt man doch, oder? Ist auf jeden Fall schon direkt in die Ego-Shooter Top 3 gekommen, ne? Im Jahr 2002, das ist echt krass. Und ja, das reizt mich schon, muss ich schon sagen, das Spiel doch.
Abwechslungsreiche Mission gibt es auf jeden Fall, eine gute Steuerung hat es und eine klasse Gegner-KI und negativ leichte Ruckler, okay, ne, Hardware ist ja auch nicht so gut. Keine deutsche Sprachausgabe, ist auch egal. Und nur 12 Missionen, gut, 35 € als Neutitel ist in Ordnung, würde ich sagen, ne? So, dann sind wir jetzt gleich auch schon fast am Ende angekommen. Rattern wir nochmal kurz die Platinum-Spiele ab, die auch echt gut sind, ne? Weil Frontschweine muss man sich auf jeden Fall geben für 16 €. Original, ne? Also unverschweißt. Das ist krank. Ja, Star Wars Episode 1, Jedi Power Battles, gab es einen Koop-Modus, glaube ich. Deswegen fand ich das eigentlich ganz geil. War auch gar nicht so ein uninteressantes Spiel, aber ich glaube, das war mega schwer. Tomb Raider die Chronik kann man sich, glaube ich, auch holen, ne? Wenn man auf jeden Fall noch keinen Tomb Raider Teil hatte, aber ansonsten, wenn man Fan war, hat man auf jeden Fall viele Stunden Spielspaß wahrscheinlich. Aber mittlerweile konnte ich mich auch so ein bisschen mit den Teilen anfreunden. Super Buster Move, wenn man noch keinen Buster Move Teil hatte. Für PlayStation 2 ist das sogar, ne? So wie es aussieht. Sieht aber auch nach PlayStation 1 aus, aber das Cover, das kommt mir so bekannt vor. Ja, kann man sich auf jeden Fall geben. Buster Move macht eigentlich immer Bock. Top Gun Combat Zones gab es auch schon damals für 30 Tacken. Okay, krass. Und die PlayStation 1 Version von Harry Potter und der Stein der Weisen. Was ich sogar mal gesehen habe und deswegen eigentlich die Harry Potter Reihe auch nur so reizvoll finde, weil ich das halt bei meinem Bruder damals zugeguckt habe und das eigentlich sehr interessant aussah. Dann SSX endlich mal für 30 €. Kurz wahrscheinlich bevor der zweite Teil rauskommt. Rayman Revolution, das Remake vom zweiten Teil für die PlayStation 2 oder die PlayStation 2 Version besser gesagt. Ob es ein wirkliches Remake ist, weiß ich jetzt gar nicht. Und XG3 Extreme Racing ist, glaube ich, von der XG-Reihe, ne? Also Extreme-G-Reihe, die, glaube ich, auf dem Nintendo 64, glaube ich, den Ursprung gehabt hatte. Und ja, man ist halt futuristisch mit Motorrädern unterwegs und man hat, glaube ich, echt krasse Geschwindigkeiten. Also das kann man sich auf jeden Fall, das kann man sich geben, das kann man sich geben. Also wirklich vorbehaltlos. Ja, Harry Potter würde ich auch mit reinnehmen und Frontschweine. So, das Viererpack wäre in Ordnung. Wenn man da noch Geld übrig hat, da würde ich wahrscheinlich sogar am ehesten noch Super Buster Move nehmen, ne? Glaube ich. Oder Top Gun. Ich glaube, ich würde Top Gun nehmen, weil dann so ein vergleichbares Spiel hätte ich jetzt noch nicht gehabt. So, Paris-Dakar Rally haben wir außerdem auch noch. Ja, war, glaube ich, auch nicht so gut bewertet, ne? Mit einem Stern, ja. RC Revenge Pro, auch mit einem Stern. Aber Sylphie, The Lost Planet, das war ein PlayStation 2-Spiel. Oder ist noch ein PlayStation 2-Spiel natürlich. Auch eins von denen, die bei eBay halt immer 1-2 € gekostet haben. Und ich glaube, das habe ich euch auch schon mal im Adventskalender gezeigt. Und das erste Mal, glaube ich, vor 6 Jahren oder so auch durchgespielt. Also, obwohl es eines meiner ersten PlayStation 2-Spiele war, die ich überhaupt gehabt hatte. Und das basiert, glaube ich, auf Sylphid, was, glaube ich, damals für den Sega rausgekommen ist oder so. Ich bin mir da gar nicht mal so ganz sicher, aber ich finde das Spiel eigentlich ganz geil. So, jetzt haben wir hier schon auch wieder die Top 3 jeweils. Mal gucken, was wir für Neuzugänge haben. Dürfte jetzt gar nicht so viel gewesen sein. Also Aggressive Inline wird wahrscheinlich dabei sein. Oder auch nicht, ne? Ja, ich suche das mit dem Finger raus. Ich weiß, ich bin alt. Hier, Wii Rally 3. Als Rally-Spiel Nummer 1. Also auf Platz 1 direkt reingekommen. So muss es sein. Auch wenn es mich eigentlich interessiert. Aber ich glaube, hab ich das übersehen, Aggressive Inline? Wo ist denn hier Fun Sport? Oder das gibt es einfach nicht. Das kann auch sein. Vielleicht bin ich auch einfach blind. Doch, hier, Aggressive Inline, da ist es doch. Auf Platz 3. Ja gut, aber mehr wird da jetzt auch nicht reingekommen sein. Aber PlayStation 1 technisch, nämlich bei den Ego-Shootern, wo sind sie? Komm, meldet euch. Ah, Shooter 3D? Ah, Platz 1 ist der Indizierte, deswegen ist hier Delta Force nicht zu sehen. Okay, das ist fies. Okay, kleine Annemasse, 22 Jahre aus München, Leser Top 5. Resident Evil auf Platz 1. Okay, Alarmstufe Rot, Juris Rache. Kann ich verstehen. Mir hat Alarmstufe Rot 2 auch richtig Bock gemacht. Metal Gear Solid 2, Silent Hill 2 und FIFA WM 2002. Auf jeden Fall eine solide Mischung. Und Nick Channon von Shox und Senior Producer von Shox und Formel 1 2002. Ist das ein unabhängiger Produzent? Kann das sein? Auf Platz 1 NHL 95 für Mega Drive. Warum auch nicht? Gut, der Platz 2 indiziert der Ego-Shooter für Nintendo 64 wird garantiert GoldenEye gewesen sein. Platz 3 Indiana Jones Fate of Atlantis. Okay. Platz 4 Medal of Honor Allied Assault und Platz 5 Sega Rally. Das finde ich eigentlich ganz geil, dass er so alte Scheiße da mal reingenommen hat. Aber Medal of Honor Allied Assault war, glaube ich, damals noch relativ neu. Händlercharts, ewige Überraschungen. Okay, Final Fantasy Anthology finde ich doch interessant. Da hätte ich eher gedacht, das wäre so ein Special Interest gewesen. Aber geht eigentlich Amerika. Crazy Taxi auf Platz 5, okay, Hammer. Und in Japan. Produktion Zocker 2 war das, glaube ich, Winning 11 6, oder? Ich glaube schon. Und Kingdom Hearts auf Platz 5, das gab es damals schon, krass. Wie wenig man darüber auch hört, ne? Obwohl eine japanische Version schon existiert ist. Das wäre heutzutage undenkbar, dass man da einfach nichts drüber hört.
Ah, okay, und hier die meist erwarteten E3-Titel. Doom 3, Metroid Prime, Mark of Queen. Das finde ich eigentlich ganz geil, weil wir jetzt auch nochmal so ein bisschen Ausblick auf die anderen Konsolen haben. Super Mario Sunshine und Primal. Dann wir Metroid Prime. Legend of Zelda für GameCube. Was war denn da? Oh Gott, wie hieß denn das Spiel nochmal? Twilight Princess gab's da, ne? Skyward Sword? Oder war es Wii? Ich weiß nicht mehr. Und das hier Cell-Shading-mäßige. Wind Waker, genau, so hieß das. Das war, glaube ich, die Teile, die für GameCube rausgekommen sind, oder? Splinter Cell ist hier mit drin. Okay, und Super Goods and Ghosts für Game Boy Advance. Auch nicht schlecht. Mortal Kombat Deadly Alliance. Kelly State das Post-Surfer. Bleh. Steel Battalion. Oh Gott, da gab es so einen richtig fetten Controller, der so groß war wie ein Tisch, glaube ich, ne? Mario Party 4 und Resident Evil Zero. Heiko, World of Warcraft. Sauber. Habe ich aber auch tatsächlich nur einmal, glaube ich, für 2 Stunden mal gespielt. Dark Age of Camelot. Okay. Und Command & Conquer Generals. Krass, was da alles rauskam, ne? Beziehungsweise die E3 war wirklich gut, auch wirklich systemübergreifend, nicht nur für die PlayStation 2. Mark hat auch hier die Herr der Ringe der 2 Türme. Es gibt einen Mark mit K und einen Mark mit C, das ist verwirrend. Und Star Fox Adventure, das war, glaube ich, hinterher nicht so gut, ne? Meine ich. Das war, da haben sich die Leute, glaube ich, auch mehr drunter vorgestellt. So, nochmal einen kurzen Blick auf die Filme werfen. Training Day, ah, der war gut, der Film, der hat mir gefallen, ja. Mit Ethan Hawke, glaube ich, hieß der, oder? Und natürlich, also nicht, das ist nicht Ethan Hawke, das ist Denzel Washington, aber ich glaube, Ethan Hawke hat auch mitgespielt. Ansonsten, Deus Ex kommt ins Kino, ist, glaube ich, nie geschehen. Und Indiana Jones 4 kam, glaube ich, erst 2007 oder 2008 raus und der war richtig scheiße. Also, wenn ihr die Indiana Jones-Reihe nicht kennt und die nachholen wollt, überspringt einfach den 4. Teil. Oder hört bei Teil 3 von mir jetzt komplett auf. Ich fand den 5. zwar jetzt nicht schlecht, der kommt aber in die ersten 3 nicht ran. Aber die ersten 3, die sind, finde ich, auch richtig gut gealtert. Chris Columbus. Wer war denn Chris Columbus nochmal? Ach, genau, der hat die Harry Potter Bücher verfilmt. Richtig, der war das, genau. Ich kenne den Namen irgendwoher. Dann Club der Toten Dichter habe ich auch nicht gesehen mit Robin Williams natürlich. Kiss of the Dragon, ja, das war Jet Lis Hochzeit damals. Er hat so viele Filme, glaube ich, damals rausgebracht. Und Star Trek, der Film. Ich weiß nicht, welcher es ist, aber auch da habe ich keinen einzigen von gesehen. Also, das ist, glaube ich, ist das der allererste? Das sieht so futuristisch hier irgendwie aus. Also, klar, spielt in der Zukunft, aber sieht nicht nach einem Modell aus oder so. Da haben wir nur noch 60 Sekunden. Startfall Nummer 1 war auch ein geiler Film. Und Crimson Tide. Aber nur noch 60 Sekunden geht eigentlich auch klar mit Nicolas Cage. Ran an die Braut, Just Visiting und Dragon Ball Z, der stärkste auf Erden. Von den ganzen Animes übrigens habe ich damals einfach nie einen Film gesehen. Keinen einzigen. Also, kein Dragon Ball Film. Doch Pokémon, den ersten Film, habe ich gesehen. Da war ich sogar im Kino damals drin. Aber ansonsten gar nichts. Tja, ne, und dann war es halt auch schon, also schon. Wie viel habe ich diesmal? Ach, die übliche Zeit, über 1 Stunde 10. Aber es lag diesmal an der E3 auf jeden Fall. das war es jetzt auch mit der Ausgabe vom Juli 2002. Was haben wir da jetzt? Ich gucke jetzt gerade schon, was es beim nächsten Mal gibt. Eigentlich alles, was wir gerade auch bei der E3 quasi gesehen haben. Colin McRae Rally, weiß ich jetzt nicht, ob es mit dabei gewesen ist. Aber auf jeden Fall ein Test von Gran Turismo Concept. Ein Angespielt von Stuntman und ansonsten noch... Okay, Mark of Queen wird noch interessant werden. Das Ding aus einer Welt, Dawn of Fate, Times, das 2 Sky Gunner. Also alles, was wir jetzt hier auch gesehen haben, nur als E3, ne? Als ein E3-Bericht wird dann wahrscheinlich nochmal ein bisschen mehr durchleuchtet. Ich finde es aber interessant, wie viel noch für PlayStation 1 dann doch noch rauskommt, ne? Geht ja nochmal richtig Gas. Okay, da bin ich ja doch mal auf die nächste Ausgabe gespannt. Ich muss schon wieder räuspern. Ich hätte vorher mal was trinken sollen. Egal. Lohnt sich jetzt auch nicht mehr. Gut, ja, das war's auf jeden Fall mit der Juli-Ausgabe, wie gesagt. Ja, danke fürs Einschalten, fürs Dranbleiben. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, dann wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende. Denkt dran, Wochenende wird die Uhr umgestellt, ne? Das heißt, ihr habt 1 Stunde länger Wochenende. Ich natürlich auch. Und das Schöne ist, dann geht meine Banduhr übrigens wieder richtig. Ja, ich habe sie jetzt ein halbes einfach nicht umgestellt. Ich habe es einfach gemerkt, dass sie 1 Stunde falsch geht. Gut, also dann, ne? Haut rein. Vielleicht bis nächste Woche Freitag. Und ja, bis dahin, ne? Tschüss.